herzlich begrüße ich unseren Bundestagsabgeordneten, unseren Betreuungsabgeordneten, ich finde das Wort so lustig, Herr Dr. Tonka, herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder im Landkreis Ludwigsburg sind. Ich begrüße auch insbesondere die Neumitglieder. Ich glaube, ich habe einige neue Gesichter gesehen. Herzlich willkommen. Und ich begrüße unseren Kandidaten im Wahlkreis 266, Marcel Distel, der heute auch schon ein bisschen unterwegs war mit dem Herrn Tonka. Und der Oliver Martin, der Kandidat aus dem Wahlkreis Ludwigsburg, aus dem Wahlkreis 265, der hat heute eine Podiumsdiskussion beim Bauernverband. Und das ist natürlich auch nicht ganz unwichtig. Und der macht seine Sache auch gut wie der Marcel. Von daher ist es sicherlich ganz wichtig, wenn er sich dort sehen lässt und wenn er dort aufschlägt. Ja, Herr Dr. Tonka, Sie haben uns letztes Jahr im Herbst schon mal ein bisschen über diesen Wirecard-Untersuchungsausschuss berichtet und es gab dann auch noch mal eine Online-Diskussion über GoToMeeting. Das habe ich dann auch mit meinem Mann und unserem Sohn zusammen zu Hause angehört. Die haben beide mit dem Kopf geschüttelt. Es ist ja so grauenvoll und trotzdem gibt es immer noch was Neues und ich glaube, jetzt gibt es Ergebnisse. Der Herr Dr. Tonka ist der Obmann der Fraktion in dem Untersuchungsausschuss und Sie sind, glaube ich, auch maßgeblich beteiligt gewesen, dass der überhaupt ins Leben gerufen worden ist. Von daher möchte ich mich jetzt gar nicht lange aufhalten. Ich übergebe Ihnen gleich das Wort und freue mich, dass Sie bei uns sind. Möchtest du erst was? Kann auch gerne nach Marcel schon mal was sagen. Gut, dann mache ich mal den Aufwärmen hier auch von meiner Seite aus. Einen schönen guten Abend. Es ist schön, mal wieder in gefüllten Sälen zu sitzen und sich nicht nur immer über die Bildschirme anzustarren. Ich weiß nicht, wie es Ihnen und euch geht, aber die digitalen Veranstaltungen, die hängen mir langsam zum Hals raus. Das ist alles schön und alles informativ, aber irgendwie ist es nach anderthalb Jahren Pandemie dann doch irgendwie auch ein bisschen durchgekaut. Deswegen umso schöner, dass wir hier sitzen können und uns wieder miteinander austauschen können von Angesicht zu Angesicht. Ich will jetzt auch gar nicht hier das Ganze unnötig in die Länge ziehen, nur vielleicht ein paar grundsätzliche Bemerkungen, eine grundsätzliche Verortung, wo wir uns hier gerade befinden. Die Zeit vergeht irgendwie wie im Flug. Es kam mir vor wie gestern, als wir letztes Jahr alle nominiert wurden auf unseren Wahlkreiskonferenzen. Jetzt stehen wir 3,5 Wochen vor der Wahl und vor ein paar Wochen hätte niemand gedacht, dass die Situation jetzt auf einmal wieder so offen ist. Ich habe mich dazu verleiten lassen, vor 2-3 Wochen in der Bietigheimer Zeitung zu sagen, die Wahl ist gelaufen und der nächste Bundeskanzler der Bundesrepublik heißt Armin Laschet. Die Aussage würde ich heute nicht mehr so treffen. Wenn man sich die Umfragen anschaut, die sich natürlich alle noch so ein bisschen verändern können, stellt man Folgendes fest: Die CDU macht das, was sie immer tut, wenn sie merkt, dass es Mehrheiten ohne sie gibt. Sie tritt um sich wie ein schreiendes kleines Kind und versucht sich in Negative Campaigning. Ein schönes Beispiel: Die letzten 4 Jahre waren wir immer die Partei, die sich vor der Verantwortung gedrückt hat, die zu feige ist, um zu regieren, und die eigentlich gar keine Lust darauf hat. Jetzt vor 2-3 Wochen kam dann der Spin. Jetzt sind wir auf einmal die machtgeile Partei, die zusammen mit der SPD regieren möchte. Da mokiert sich die CDU darüber, dass wir uns erdreisten, dass wir mit der SPD regieren wollen. Also die Partei, die Olaf Scholz als Finanzminister hat, über den wir nachher mit Sicherheit noch zu sprechen kommen werden. Jetzt sind wir auf einmal wieder machtgeil. Da sieht man, wie schnell sich die Zeiten drehen können. Und das macht Mut. Weil wir merken, ich denke, es geht allen hier so, die gerade am Wahlkämpfen sind, die Stimmung an den Infoständen ist gut. Wir haben ein super tolles Programm mit super frischen und innovativen Inhalten, die vor allem junge Menschen begeistern. Deswegen freut es mich auch umso mehr, dass so viele junge Menschen hier sind, die empfänglich sind für Zukunftsthemen, für Nachhaltigkeitsthemen, für Nachhaltigkeit beim Klima, für Nachhaltigkeit bei der Aktienrente. Da können wir vielleicht nachher auch noch in der Fragerunde nochmal kurz ein paar Impulse von Florian dazu hören. Das heißt, wir geben jetzt 3,5 Wochen lang richtig Gas an den Infoständen und gucken, dass der gelbe Balken so groß wird wie möglich. Die Stimmung an den Infoständen ist gut. Deswegen schauen wir mal, wer das Rennen um das Kanzleramt gewinnen wird. Es gibt ja einen, der gerade in den Umfragen favorisiert wird oder die höchsten Umfragewerte hat. Aber wie man hört, hat dieser Mann nicht gerade eine weiße Weste. Und ich glaube, darüber, das ist heute das Hauptthema des Abends, deswegen will ich es gar nicht in die Länge ziehen und überlasse dem Florian das Wort zu Inside Wirecard und den Ergebnissen des Parlamentarischen Untersuchungsausschusses. Schön, liebe Frau Noack, lieber Marcel Distel und den Oliver Martin wollen wir hier auch nochmal erwähnen, ist schon gesagt worden, er ist heute Abend bei den Bauern und damit bei etwas sehr solidem, handfesten, nicht so wie Wirecard, über das wir
heute reden wollen und auch nicht so wie Olaf Scholz, über den wir heute auch reden werden. Es ist ja schon in der Tat interessant zu sehen, wie er da jetzt versucht, auch durchzustarten. Und ich denke aber und bin mir sehr sicher, dass auch die Wählerinnen und Wähler sich in den nächsten Wochen auch den Kandidaten Scholz und seine Arbeit, seine Vergangenheit und seine Leistung im Amt des Finanzministers nochmal genau anschauen werden. Und das sollten sie, glaube ich, auch tun. Denn wer Bundeskanzler werden will, der muss wirklich wetterfest sein und eben auch bewiesen haben, dass er regieren kann. Ja, der Fall Wirecard hat natürlich Furore gemacht, weil er viele Rekorde gebrochen hat. Wirecard ist der größte Betrugsfall in der deutschen Geschichte. Der Schaden, den Wirecard hinterlassen hat, beträgt rund 27 Milliarden Euro. Das ist mehr Geld, als manches deutsche Bundesland pro Jahr ausgeben kann. Also eine gewaltige Summe. Geschädigt sind vor allem die Aktionäre natürlich. Wirecard war in Börsen notiert und seit 2018 sogar im deutschen Aktienindex und war 2018 und teilweise auch 2019 an der Börse 24 Milliarden Euro wert und damit so viel wie die Deutsche Bank und die Commerzbank zusammen. Weswegen übrigens Wirecard zeitweise sogar überlegt hat, ob sie nicht die Deutsche Bank einfach übernehmen könnten. Über so ein Unternehmen reden wir. Das war der große Star an der deutschen Börse und war deswegen natürlich auch bei vielen Anlegern eine beliebte Aktie, die Wirecard-Aktie. Die ist sehr stark gestiegen und wie wir heute wissen, aber eben leider nicht, weil sie besser waren, sondern weil sie betrügerisch agiert haben. Passend für die heutige Veranstaltung übrigens, haben wir gerade eben gelesen im Internet, wurde in Singapur einer der mutmaßlichen Hauptverantwortlichen des Betruges verhaftet. Und Henry O'Sullivan, einer der Leute, die da mitgeholfen haben bei Wirecard, ist aber nicht nur wegen der schieren Schadenssumme der 27 Milliarden ein einzigartiger Fall, sondern leider auch deshalb einzigartig, weil wir ein einzigartiges Behördenversagen und Kontrollversagen erlebt haben bei Wirecard. Es gibt ja, sagen wir mal, Kriminalität hat das immer gegeben. Und Kriminelle, Betrüger, Bankräuber oder was auch immer hat das immer gegeben und wird es wahrscheinlich auch immer geben. Aber bei Wirecard war es eben ein bisschen speziell. Es gibt die Bankräuber, sag ich mal, die mieten sich irgendwie ins Nachbarhaus der Bank ein und da gehen sie in den Keller, dann nehmen sie eine Schaufel mit oder was auch immer man da braucht und dann graben sie irgendwie 10 Meter unter der Erde einen Tunnel in den Tresorraum, brechen den auf und nachts wird dann ausgeräumt und morgens sind sie weg und alle sagen, boah, also das konnte man ja gar nicht merken mit dem Tunnel, das haben die aber geschickt gemacht. Ja. Sowas gibt's. Und bei Wirecard war es aber nun nicht so, dass dieses Verbrechen irgendwie 10 Meter unter der Erde stattfand, sondern bei Wirecard sind die Bankräuber gewissermaßen 1,5, 2, 3, 4 Jahre fast mit Sturmmaske und Bewaffnung über den Marktplatz gelaufen und dreimal um die Bank rum und rein und raus und alle haben es gesehen. Aber es hat niemand erkannt, dass das Bankräuber sind. Und das macht diesen Fall so besonders und deshalb muss man ihn auch so genau auswerten hinterher und darf nicht einfach sagen, Pech gehabt, passiert von Zeit zu Zeit, machen wir weiter wie vorher. Ja, Wirecard hat angefangen Ende der 90er Jahre mit dem Geschäftsmodell Bezahlen im Internet. Das stellen wir uns heute alles ganz selbstverständlich vor. Alle hier, glaube ich, im Raum haben schon irgendwann mal im Internet bezahlt. Aber als das anfing mit dem Internet, so für den Normalverbraucher, da war das Bezahlen eine Herausforderung. Weil wenn man im Internet was bestellt, dann ist es ja so, dass man meistens jetzt gar nicht so richtig weiß, wer ist denn da der Verkäufer oder der Dienstleister und wo sitzt der und wer ist das so genau? Weiß man ja alles nicht. Der wiederum weiß meistens nicht, wer ist denn jetzt mein Kunde da? Das ist eben anders, als wenn ich hier nachher mit Kreditkarte zahle. Da guckt man sich trotzdem noch ins Auge und wenn man am Ende abhaut und nicht gezahlt hat, dann kommt die Polizei und rennt einem hinterher. So ist im Internet nicht. Also Bezahlen im Internet ist anspruchsvoll, ist technisch anspruchsvoll und ist auch anders als Bezahlen in der analogen Welt. Und das war das Geschäftsmodell von Wirecard von Anfang an. Und ist natürlich stark gewachsen, auch völlig klar, weil das Internet stark gewachsen ist und weil sich die Leute dann irgendwann auch mal getraut haben, mal einen Flug zu buchen. Das war ein Abenteuer am Anfang, Internet selbst einen Flug buchen, nicht mehr ins Reisebüro. Und irgendwann wurde es immer selbstverständlicher. Also klar war das ein Wachstumsmarkt.
Wirecard war immer besonders profitabel, so in den ersten Jahren. Und zwar vor allem deshalb, weil sie sich in besonders riskante Segmente dieses Wachstumsmarkts bezahlen, Internet eingestellt haben. Das heißt, Segmente, wo man besonders viel verdienen konnte als Zahlungsdienstleister. Und das sind natürlich vor allem so die Sachen, wo die anderen Banken nicht so gerne reingehen. Also Erotikangebote, Abwicklung von Zahlungen für pornografische Angebote, aber auch illegale Spielcasinos im Internet. Es gibt unheimlich viele Seiten im Internet, wo man Poker spielen kann oder Roulette oder weiß der Teufel, was da noch alles für Spiele gibt. Also Spielcasinos, die online arbeiten, was aber fast überall auf der Welt illegal ist, weil es Glücksspielmonopol gibt, weil man Lizenzierungen braucht. Also ein Geschäft, nicht nur in der rechtlichen Grauzone, sondern eigentlich etwas Verbotenes. Trotzdem braucht auch das Online-Spielcasino, sonst funktioniert es nicht, irgendjemanden, der dafür sorgt, dass der Spieler seinen Einsatz beim Spielcasino platzieren kann und dass er Gewinne auch ausbezahlt bekommt. Und solche Dinge hat Wirecard von Anfang an gemacht. Und weil das eher riskante Geschäfte sind, das ist mit einem schlechten Ruf verbunden, es gibt auch Risiken, dass da zum Beispiel Leute nachher nicht bezahlen, zum Beispiel sagen, dieses Abo habe ich doch nie bestellt, da verlange ich mal Geld zurück. Es ist also auch riskanter, als wenn man jetzt irgendwie zum Beispiel einfach nur Flugtickets verkauft oder den Online-Shop für irgendein Modelabel betreut. Die Leute in dem Marktsegment wollen oft nicht zahlen. Und deswegen hat Wirecard auch höhere Margen verlangen können für das, was es da gemacht hat. Das ist ja klar. Das Risiko war höher, damit haben sie auch mehr Marge verlangen können. Und deswegen sah Wirecard lange Zeit auch wie ein besonders stark wachsendes und sehr profitables Unternehmen aus. Wirecard hat natürlich nicht erzählt, Mensch, wir machen halt diese Sache mit den Spielcasinos, sondern Wirecard hat halt gesagt, Mensch, unsere Technologie ist einfach stärker, wir sind effizienter, wir sind für unsere Kunden viel, viel besser. Das stimmte nie. Und Technologie hat funktioniert, war aber technologisch nicht führend, sondern die Margen waren höher wegen höherem Risiko und bestimmten Geschäftsbereichen. Aber das führte dazu, dass Wirecard von Anfang an ein Unternehmen war, in dem die Mitarbeiter es gewohnt waren, nicht zu viele Fragen zu Kunden zu stellen und insgesamt man auch ganz gut sich damit eingerichtet hat, dass manche Dinge nicht nachkontrolliert und nachgefragt worden sind. Und diese Unternehmenskultur war schon mal die Basis für den späteren Betrug im großen Stil. Etwa um 2010 passierte dann etwas, was den Zug aufs schiefe Gleis gebracht hat bei Wirecard, nämlich die Behörden in den USA haben gesagt, wir schließen jetzt die Online-Casinos. Wir gehen gegen die vor, wir kontrollieren da mehr und wir gucken, dass diese Seiten geschaltet werden. Und das haben die auch gemacht und geschafft. Und Nordamerika war für Wirecard, Glücksspiel war für Wirecard einfach ein wichtiger Markt und da fehlten plötzlich Umsätze. Und dann stand das Unternehmen natürlich da, nachdem es so 10, 12 Jahre hochgegangen ist, Börsenwert schon ordentlich gestiegen war. Und dann ging es erstmals runter in der Unternehmensgeschichte. Und dann haben die sich natürlich überlegt, wie erklären wir denn das jetzt den Anlegern? Wie erklären wir denn das jetzt den Banken? Was machen wir denn da? Denn, ich meine, man kann natürlich sagen, wir geben zu. Wir haben hier irgendwie jahrelang Spielcasinos finanziert, die wir nicht hätten finanzieren dürfen. Hätte man machen können. Sie haben sich aber für einen anderen Weg entschieden. Sie haben im Grunde gesagt, das müssen wir irgendwie vertuschen. Und dementsprechend begann es etwa in der Zeit, dass eben Bilanzen von Wirecard frisiert wurden. Anfangs noch in kleinem Umfang. Man darf sich das nicht so vorstellen, dass das jetzt irgendwie 10 Jahre lang eine Riesensumme war. Am Ende mit Insolvenzantrag fehlten 1,9 Milliarden Euro. Die haben also in der Kasse fast 2 Milliarden ausgewiesen, die nicht existierten. So groß fing es nicht an, sondern in ganz kleinen Schritten fing das an. Aber es hat eben funktioniert. Und dann war es wie bei so einem Schneeball. Es wurde von Jahr zu Jahr mehr. Und nachdem die gemerkt haben, irgendwie uns kommt da keiner auf die Schliche, wir kommen damit durch, haben sie natürlich das Rad immer größer gedreht. Und wie haben die betrogen? Oder wie haben die Bilanz gefälscht? So muss man es ja sagen. Sie haben anfangs, ab 2010 etwa, angefangen, irgendwelche Unternehmensbeteiligungen im Ausland zu erwerben. Also zu sagen, die Story war, wir expandieren jetzt nach Nordamerika, wir expandieren auf den asiatischen Markt. Und da wurden alle möglichen, meistens ziemlich unbekannten Unternehmen, örtlichen Unternehmen gekauft. Und man hat dann diese Unternehmen doch zu sehr optimistischen Bewertungsansätzen in der Bilanz geführt und dadurch eben eine gewisse Größe vorgetäuscht und das eigene Unternehmen etwas wachstumsstärker dargestellt, als es tatsächlich war.
Irgendwann haben die Investoren, auch die Medien, allerdings genaueren Blick auch auf die Auslandsbeteiligung von Wirecard geworfen und festgestellt, da stehen irgendwelche Beteiligungen in den Büchern in Indien zum Beispiel, hat Wirecard eine Beteiligung erworben. Und wenn man dann vor Ort unterwegs ist in dem Land, dann findet man von diesen Unternehmen, die angeblich so viel abwerfen, aber selten mal irgendwie eine Filiale oder so. Und man kennt die eigentlich doch vor Ort kaum. Also die Investoren wurden schon sehr skeptisch, was diese Beteiligungen angeht. Und deswegen hat Wirecard dann irgendwann quasi die Bilanzfälschung ein bisschen umgestellt. Nicht mehr über Beteiligungen, sondern hat dann gesagt, ja, wir steigen jetzt in ein neues Geschäftsfeld ein, weil vor allem in Asien, auf den asiatischen Märkten vom Nahen Mittleren Osten bis hin nach Südostasien, da ist es so, da sind ja unheimlich viele Leute, die wir erreichen können, die im Internet bezahlen wollen. Und das, die haben immer mehr Geld zur Verfügung, das sind Wachstumsmärkte. Und da gehen wir jetzt rein mit unserer tollen Technologie. Wir betreuen da die Kunden. Aber was wir da nicht machen, ist, dass wir die Zahlungen sozusagen selbst abwickeln. Also, dass wir das Geld vom Verbraucher nehmen und dem Anbieter im Internet irgendwie auszahlen. Sondern der Geldfluss, der läuft in Asien über lokale Banken, über Banken, die in den jeweiligen Ländern, zum Beispiel in Singapur oder in den Arabischen Emiraten sitzen und die da vor Ort die nötigen Banklizenzen haben, die das alles machen dürfen. Das ist für uns billiger, wenn wir das mit örtlichen Partnern machen, als wenn wir in all diesen vielen asiatischen Ländern eine Banklizenz erwerben, was immer Geld kostet und kompliziert ist und so. So war die Geschichte. Und dann hat Wirecard aber gesagt, es ist ja so, die Ausfallrisiken, wenn da irgendwie jemand in Saudi-Arabien irgendwas bezahlt, die Ausfallrisiken, die tragen weiterhin wir als Wirecard. Wir stellen auch die Technik, wir betreuen die Kunden und wir sichern die Banken ab, indem wir Treuhandkonten führen, auf denen Geld liegt, für den Fall, dass mal irgendeiner auf seinem Geld sitzen bleibt, entschädigen wir den und dafür brauchen wir Treuhandkonten. Und das war eigentlich dann das Herz des Betruges bis 2020 bis zur Insolvenz, denn diese Treuhandkonten, die gab es entweder nicht oder es war kein echtes Geld drauf. Wirecard hat und diese ganze Struktur, dieses ganze asiatische sogenannte Drittpartnergeschäft eigentlich frei erfunden. Das hat es gemacht, das Unternehmen gemacht, über ein Netz von Scheinfirmen, von Tarnfirmen, die in den jeweiligen Ländern waren und mit denen man angeblich Geschäft gemacht hat. In Wahrheit steckten die aber unter einer Decke und das Management oder die Geschäftsführung dieser asiatischen Scheinfirmen war in Wahrheit entweder Wirecard-Leuten freundschaftlich verbunden, vor allem diesem berühmten Jan Marszalek, diesem Asien-Vorstand, der steckte meistens mit den Geschäftsführern dieser Partnerfirmen unter einer Decke. Und so wurden eben falsche Rechnungen ausgestellt, wurden Zahlungsströme fingiert und mit sehr viel krimineller Energie wurden zum Beispiel auch Kontobestätigungen gefälscht. Der Wirtschaftsprüfer EY hat das alles übrigens immer mitgemacht und testiert, da können wir vielleicht nachher nochmal drauf kommen. Warum aber das Ganze? Alleine dadurch, dass man Kunden erfindet, die es nicht gibt, Umsätze erfindet, die es nicht gibt, Geldeinnahmen erfindet, die es nicht gibt, Treuhandkonten erfindet, wo nichts drauf liegt. Alleine damit hat man ja noch kein Geld selber irgendwie in die eigene Kasse gespült. Und das ist ja meistens bei Betrug das Ziel. Also nicht irgendwie ein Gag, ja, sondern meistens wollen die Täter ja sich daran irgendwie auch bereichern. Und das passierte eben dann so, dass Wirecard immer gesagt hat, guckt mal her, wir wachsen jedes Jahr, wir haben jedes Jahr mehr Kunden, seht ihr ja an unseren Zahlen, guckt mal da und überhaupt. Die Umsätze werden jedes Jahr um 30% größer, unsere Geldbestände werden immer größer. Also wir sind ein wachsendes Unternehmen, wir müssen irgendwie gut sein, sonst würden wir ja nicht wachsen. Und so ist Wirecard eben auf Banken, aber auch auf Investoren zugegangen, gesagt, damit wir weiter wachsen können, damit wir unsere großartige Zahlungstechnologie noch weiter in der Welt verbreiten können, müssen wir auch noch ein bisschen Kredit aufnehmen. Brauchen wir ein paar Bankkredite, brauchen wir ein paar Anleihen. Wir brauchen also mehr Geld, damit wir schneller weiter wachsen können. Wir haben noch Großes vor. Es gibt noch viele Regionen in der Welt, wo die Kreditkarte, wo die Internetzahlung noch nicht angekommen ist. Und entsprechend haben sich die Banken
angeschaut, wie die Zahlen aussehen und dass das langfristig wachsendes Unternehmen ist. Und auch andere Investoren haben sich das angeschaut und haben Wirecard in der Tat Geld ohne Ende geliehen. In der Summe Ende 2019 hat Wirecard knapp 3 Milliarden Euro an Schulden gehabt. Und als der Insolvenzverwalter Ende Juni dann kam und mal in die Kasse geguckt hat, stellte er fest, da ist gar nichts mehr. Also die Betrüger haben die Bilanzen deshalb gefälscht, um den Banken und Geldgebern Kredite aus den Rippen zu leiern und haben das, was dann in die Kasse kam, bei Wirecard abfließen lassen. Wie haben sie das abfließen lassen? Also bitte nicht nachmachen. Ne? Das ist ein bisschen wie bei Thomas Gottschalk und Wetten, dass es nur zum Anschauen oder Zuhören, nicht zum Nachmachen. Aber die haben letztlich Scheingeschäfte eingefädelt. Also die haben gesagt, ja, Wirecard hat einen guten Kunden in Asien, der trug so Namen wie OPAC zum Beispiel oder Ruprecht Services. Also die hatten so komische Namen. Das waren Briefkastenfirmen mehr oder weniger. Aber da hat man eben gesagt, Mensch, OPAC ist ein ganz toller Kunde von uns, ganz wichtig, auf den Philippinen kennt das jeder. Die brauchen gerade 100 Millionen Euro. Ist wirklich kein Witz, der Betrag stimmt. Und dann hat man OPAC 100 Millionen Euro, und zwar glatt, also nicht irgendwie 998,775 Millionen oder sowas, sondern 100 Millionen glatt überwiesen. Und in Wahrheit war das aber auch wiederum eine Scheinfirma, eine Briefkastenfirma, die nur dazu da war, das Geld weiterzuleiten. Man weiß jetzt nicht, ich jedenfalls nicht, wie dann die Kette weiterging, aber man muss ja davon ausgehen, dass es am Ende in den Taschen der Täter gelandet ist, beziehungsweise dass davon Mitwisser bestochen worden sind. Zum Beispiel der Treuhänder, der angeblich Treuhänder über 1,9 Milliarden war und am Ende quasi gar kein Treuhandgeld hatte. Solche Leute wurden natürlich bestochen und bezahlt. Und da ist sicher auch Geld reingegangen, aber in Wahrheit war das Betrugsmodell. So hat man das Unternehmen im Grunde mit Schulden aufgeladen und dann geplündert. Und am Ende war es alles weg. Nun ist die Frage, wie konnte das finanzieren? Und da kommen wir wieder dazu, dass die Täter gewissermaßen eigentlich über den Marktplatz spaziert sind und es trotzdem niemand erkannt hat, aber jedenfalls zu wenige erkannt haben und niemand sie gestoppt hat. Ab etwa 2015 hat die Financial Times, also die renommierteste oder eine der renommiertesten Wirtschaftszeitungen der Welt, angefangen, einen Blog einzurichten, oder den Blog, der Blog hieß Alphaville, und auf diesem Blog wurde eine eigene Artikelserie über Wirecard gestartet, die hieß House of Wirecard und hat sich an House of Cards ein bisschen angelehnt, der Titel, aber in Wahrheit eben auch das Wortspiel Kartenhaus, also da ist nichts dahinter, das bricht irgendwann zusammen. Also die Financial Times hat 2015 schon angefangen. Das hat auch durchaus für Unruhe gesorgt im Markt. Markt konnte von Wirecard aber immer wieder mit guten Zahlen und mit testierten Bilanzen irgendwie abgewehrt werden. Und 2016 gab es dann einen großen Bericht, der für Furore gesorgt hat, nämlich den sogenannten Zatara-Bericht. Da haben Investoren, Marktteilnehmer, also Aktienhändler, Leerverkäufer, Manager von Hedgefonds, die haben anonym, muss man sagen, also ohne ihren Namen zu nennen, einen langen Bericht über Wirecard ins Netz gestellt, den sie aus öffentlich verfügbaren Informationen irgendwie zusammengeschrieben hatten. Der Bericht war ein bisschen wild. Niemand kannte die Firma Zatara vorher. Die wurde ausschließlich gegründet dafür, um den Zatara-Bericht über Wirecard zu publizieren. Und der Zatara-Bericht über Wirecard hatte so ein bisschen... Es war ein bisschen wild zusammengeschrieben, würde man sagen, aber im Kern war er trotzdem zutreffend. Er hat geschrieben, Wirecard, Kursziel 0 Euro. Und hat aufgezeigt und aufgearbeitet, dass Wirecard Verbindungen hat zu illegalem Glücksspiel, dass da auch Geldwäsche dahinter stecken könnte. Spielcasinos sind sehr geldwäscheanfällig, also die Mafia, das weiß man, Mafia wäscht ihr Geld auch gerne in Spielcasinos. Wirecard war Zahlungsabwickler für ein maltesisches Casino, in dem gleich mehrere italienische Mafia-Organisationen das Geld gewaschen haben, bekanntermaßen. Also Glücksspiel ist schon Nähe organisierte Kriminalität, jedenfalls in einigen Ländern. Und Zatara hat das alles aufgearbeitet, Geldwäsche, Glücksspiel etc., hat auch Unregelmäßigkeiten in der Bilanz thematisiert. Kursziel 0 Euro. Dieser Bericht hat für große Unruhe gesorgt. Wirecard hat die Verfasser des Berichts natürlich angezeigt. Die wurden irgendwann auch identifiziert.
Und gab es dann auch Ermittlungen und am Ende musste auch einer der Verfasser so eine Geldauflage bezahlen, damit sein Verfahren eingestellt wurde. Das Problem und die gewisse Tragik bei Zatara war, dass es eigentlich ein wahrer Bericht war, aber in der Tat ein bisschen natürlich selbst recherchiert, ich will mal sagen ein bisschen zusammengebastelt daherkam. Und was besonders schlimm war für die Verfasser, man hat im Grunde gesagt, hey, das sind ja Spekulanten, das sind Hedgefonds dahinter, da handeln Leute mit den Aktien. Und warum schreiben die so einen Bericht und veröffentlichen ihn auch noch? Die wollen die Aktie kaputt machen. Die wollen daran verdienen, dass das Unternehmen runtergeht. Das sind alles auch noch Ausländer. Die sitzen in London, Briten, Amerikaner, Israelis. Die wollen hier ein wunderbares, prosperierendes deutsches Startup-Unternehmen, den deutschen Fintech-Star, kaputt machen, kaputt schreiben, weil sie davon finanziell profitieren. Und das war ein bisschen das Problem bei Zatara. Es kam aus dem Markt und das kam erstmal anonym. Deswegen hatte das dann eben doch für viele nicht die hundertprozentige Glaubwürdigkeit und darin liegt eine gewisse Tragik im Nachhinein. Wirecard konnte also den Zatara-Angriff abwehren und sagen, alles böse Gerüchte, stimmt nicht und so weiter und so fort. Und dann war es zeitlang wieder etwas ruhiger. Und dann kam der Aufstieg in den DAX 2018 und dann kam das Katastrophenjahr 2019. Das ist auch das Jahr, wo man wirklich sagen muss, an der Stelle hätte die Bande gestoppt werden müssen. Zwingend. Anfang 2019 hat ein sogenannter Whistleblower, also ein Hinweisgeber, sich an ganz verschiedene Stellen gewandt mit Berichten, mit einem ganz offiziellen Untersuchungsbericht über Bilanzfälschung und Urkundenfälschung von Wirecard in Singapur. Heute die Verhaftung war auch in Singapur. Singapur war ein wichtiger Ort sozusagen für Wirecard, um im Asiengeschäft am Ende zu betrügen. Und dieser Untersuchungsbericht stammte von einer Anwaltskanzlei in Singapur, wurde im Auftrag von Wirecard erstellt und beinhaltete schwere Vorwürfe gegen das Management in Singapur, aber auch gegen den Vorstand Jan Marsalek, der ja inzwischen bekanntermaßen auf der Flucht ist. Und dieser Bericht, in voller Länge, so rund 80 Seiten, ging an die Financial Times, ging auch an die Staatsanwaltschaft in München, denn die Münchner Staatsanwaltschaft war zuständig. Wirecard sitzt in Aschheim bei München und ging auch an die Finanzaufsicht, die BaFin. Und der hätte ja eigentlich hellhörig machen müssen. Hellhörig wurde aber von den Adressaten des Berichts nur einer, nämlich die Financial Times. Die Behörden haben nichts unternommen. Die Financial Times hat dann im Januar und im Februar 2019 drei Artikel über Bilanzfälschung von Wirecard in Singapur verfasst. Damals übrigens ging es noch nicht um 1,9 Milliarden, das muss man dazu sagen, aber es ging um falsche Bilanzen und vor allem auch kriminelles Handeln, Fälschung von Dokumenten etc. Und die Börse hat das, was die Financial Times geschrieben hat, mit riesiger Nervosität aufgenommen, denn es ist ja klar, es ist ein Unterschied, ob irgendwie ein Analysehaus namens Zatara, das keiner kennt, irgendwas über Wirecard schreibt oder ob die Financial Times etwas schreibt. Und das hat die Börse verstanden und der Aktienkurs ging innerhalb von Tagen 40% in die Knie. Wirecard musste also reagieren. Es ist völlig klar, wenn sowas publiziert wird, muss das Unternehmen sich dazu äußern. Und hat die Vorwürfe natürlich zurückgewiesen. Und die These war, die Wirecard in die Welt gesetzt hat, das sind wieder diese Hedgefonds, das sind wieder diese Spekulanten, kennen wir alle schon, haben wir alle schon erlebt, die wollen uns wieder kaputt machen, die versuchen es immer noch. Und jetzt haben sie sogar die Financial Times gekauft. Also die steckt unter einer Decke, der Journalist hat Geld gekriegt ist gekauft, deswegen schreibt er diese ganze Lügengeschichte. So war die Verteidigung von Wirecard. Das war aber natürlich so, dass der Markt das nicht so einfach geglaubt hat, dass er jetzt gesagt hat, okay, wir kaufen die Aktien wieder, alles wieder in bester Ordnung. Also musste Wirecard irgendwie Beweise präsentieren. Und dann wurde es wirklich haarsträubend. Dann haben sie natürlich angefangen, Beweise zu erfinden und zu fingieren, wenn man so will, zu fälschen. Wirecard hatte einen sehr guten Draht zur Staatsanwaltschaft in München. Über den Anwalt, der ebenfalls in München ansässig war, die damalige Kanzlei Bug Gauweiler. Der Gauweiler ist schon der Gauweiler. Aber es war nicht Peter Gauweiler selber, sondern ein Anwalt namens Enderle, der für Wirecard
den Kontakt zur Staatsanwaltschaft aufgenommen hat. Und die Staatsanwaltschaft hat zwei Beweise präsentiert bekommen von Wirecard selber. Das erste war ein Dokument, da stand drüber eidesstattliche Versicherung. Und das stammte von einem Daniel James Harris, das war der Verfasser. Der wurde der Staatsanwaltschaft vorgestellt als Aktienhändler. Der war in seinem Leben auch mal Aktienhändler gewesen, aber das war lange her. In dem Moment, wo diese Erklärung verfasst wurde, war Daniel James Harris gerade wieder einige Tage auf freien Fuß, nachdem er vorher im Gefängnis eingesessen hatte, weil er in London einen Kokainhändler betrieben hat. Und dementsprechend brauchte der Mann Geld. Ja, und war dann der Verfasser dieser Erklärung, die aber noch nicht einmal unterschrieben war und auch nie unterschrieben worden ist. Und in der Erklärung stand mehr oder weniger drin, ich, Daniel James Harris, ich bin Aktienhändler und ich habe einen Broker, das ist so einer, über den man Wertpapiergeschäfte abwickelt, einen Geschäftspartner, der Name wurde nicht erwähnt. Und mein Broker hat einen Freund und der hat ihm erzählt, der Freund wurde auch nicht namentlich benannt, mein Broker hat einen Freund, der hat ihm erzählt, dass ihm angedeutet worden ist, dass die Financial Times bald wieder was schreibt über Wirecard und ihm wurde doch geraten, auf fallende Kurse zu setzen und er müsste nur ein bisschen Geld abgeben für den Journalisten, dass der auch was gibt. Aber es wurde kein einziger Name genannt, das war auch nicht unterschrieben und der Verfasser war auch gerade aus dem Gefängnis raus. Aber die Staatsanwaltschaft hat gesagt, oha, oha, das sind ja echt jetzt Beweise, ja, es scheint doch so zu sein, dass da eine Spekulationsattacke läuft. Hat es an die BaFin weitergegeben, also die Finanzaufsicht, die für den Kapitalmarkt zuständig ist. Dort wurde man auch hellhörig. Und dann hat Wirecard noch was Zweites lanciert über den Anwalt, nämlich der Anwalt hat angerufen bei der leitenden Oberstaatsanwältin in München, die er aus einem anderen Fall, aus dem Korruptionsfall Siemens kannte und oder aus dem Ecclestone-Fall, ich weiß nicht, also einer, die hatten schon zusammengearbeitet. Jedenfalls rief er dort an und sprach auf den Anrufbeantworter und sie brachte zu Papier, was sie dann gesagt bekommen hatte, gehört hatte, nämlich der Anwalt sagte, heute gab es den nächsten Vorfall, heute hat Bloomberg bei Wirecard angerufen. Bloomberg ist in dem Fall nicht irgendwie Michael Bloomberg oder so, sondern die Firma Bloomberg. Bloomberg ist ein Wirtschaftsticker, so ein Finanzticker, so ein Nachrichtendienst, wo man quasi wird in allen Banken und Investmenthäusern gelesen. Da kommen aktuelle Zahlen von Unternehmen, Personalien, andere Dinge, Analysen. Also hat man in der Finanzwelt. Bloomberg ist nicht irgendeine Klitsche, sondern der weltweit führende Finanznachrichtendienst, wenn man so will. Und der Anwalt sagte dann, ja, Bloomberg hat heute bei Jan Marsalek angerufen. Wer Bloomberg dann vertreten hat, wurde auch nicht weiter spezifiziert. Also Name wurde nicht genannt, sondern Bloomberg hat angerufen. Bloomberg verlangt von Wirecard 5 Millionen Euro. Ansonsten würde Bloomberg in die Berichterstattung der Financial Times einsteigen, also auch schlecht über Wirecard berichten. Also das war eine Erpressungsgeschichte, die natürlich frei erfunden war und trotzdem zu Papier gebracht wurde und auch zur BaFin geschickt wurde, zur Finanzaufsicht, die dann endgültig sozusagen die Gefahr für Wirecard ins Auge gefasst hat. Ich sagte, um Gottes Willen, jetzt werden die auch noch erpresst. Und dann wurde gehandelt. Und zwar übers Wochenende wurde ein Leerverkaufsverbot vorbereitet. Leerverkaufsverbot ist ein Eingriff der Aufsicht in den Aktienmarkt. Leerverkäufe sind Spekulationsgeschäfte, wo auf fallende Aktienkurse in der Zukunft gesetzt wird. Also der Leerverkäufer verkauft Aktien, die er noch nicht hat, zu einem fest vereinbarten Preis, irgendwann in der Zukunft. Und wenn der Kurs gefallen ist, dann kauft er irgendwann in 3 oder 4 Wochen, kauft er zu dem niedrigeren Preis die Aktien und gibt sie dem, der die Aktien ihm abnehmen wollte, der aber einen höheren Preis dafür zahlen muss, dann hat er einen Gewinn gemacht. Funktioniert nur, wenn der Kurs fällt in der Zwischenzeit. Funktioniert nicht, wenn er steigt. Wenn er steigt, dann hat die andere Seite ein gutes Geschäft gemacht. Also der Leerverkauf ist ein Spekulationsgeschäft auf fallende Kurse eines Unternehmens in der Zukunft. Und selbstverständlich gab es, als die Financial Times irgendwie schlecht geschrieben hat über Wirecard, Leerverkäufe, weil natürlich einige erwartet haben, Mensch, kann doch sein, dass bei dem Unternehmen die Bilanz gefälscht wird, der Kurs dürfte weiterfallen. Das ist eine völlig normale Erwartung. Ja. Aber diese Leerverkäufe wurden verboten von der BaFin. Und das gab es vorher und hinterher noch nie bei einer einzelnen Aktie in Deutschland. Das gab mal ein Leerverkaufsverbot in der Finanzkrise für alle, weil man einfach nicht wollte, dass da weiter auf fallende Kurse spekuliert wird. Da hat man gesagt, das könnte den Markt irgendwie weiter destabilisieren.
Aber für eine Einzelaktie Leerverkaufsverbot gab es vorher und hinterher nicht. Und entsprechend war natürlich bei den Aktionären, die waren ja alle hochgradig, auch die haben 40% ihrer Aktien, ihres Aktienwerts innerhalb von Tagen verloren bei Wirecard, die waren alle hochgradig nervös. Dann hat die BaFin ein Leerverkaufsverbot erlassen. Und natürlich haben die alle gesagt, ja, ach, das ist ja ein Glück. Es waren doch nur die Spekulanten. Und die deutsche Finanzaufsicht greift ein. Man kann die Aktie offenbar doch weiterhin kaufen. Wirecard scheint ja recht zu haben, wenn sie sagen, dass sie hier nur von Spekulanten attackiert werden. Also das Leerverkaufsverbot war ganz fatal, weil es die Aktionäre wieder zurück zu der Aktie gebracht hat. Und viele haben auch noch nachgekauft und gesagt, ja, ist doch also ein klares Statement der deutschen Finanzaufsicht, kann man sich doch gar nicht vorstellen. Aber es wurde noch schlimmer, denn es blieb nicht beim Leerverkaufsverbot, sondern ein paar Tage später hat die BaFin dann auch noch die zwei Journalisten der Financial Times angezeigt wegen Marktmanipulation bei der Staatsanwaltschaft in München, die dann auch sofort Ermittlungen aufgenommen hat. Also gegen Dan McCrum, das ist der bekannteste, und seine Kollegin aus Singapur, Stefania Palmer, wurde 1,5 Jahre in München ermittelt. Marktmanipulation heißt im Grunde, sie haben absichtlich Lügengeschichten geschrieben und damit den Kurs nach unten getrieben. Das war der Vorwurf und das hat die BaFin übernommen und die Staatsanwaltschaft offenbar auch 1,5 Jahre ernst genommen. Auch das wurde natürlich im Markt gestreut und zwar von Wirecard selber. Die haben dafür gesorgt, dass das alle Analysten, alle Investoren erfahren. Hier gegen die Journalisten wird ermittelt. Und das war dann endgültig der Durchbruch. Die Aktie ging wieder hoch, sie ging sogar höher als vor der Financial Times Berichterstattung. Und der Dan McCrum, der Journalist, der musste erstmal über sich ergehen lassen, eine hausinterne Untersuchung. Der Verleger hat ihm zwar grundsätzlich vertraut, also man muss dem Financial Times Verleger wirklich ein Kompliment machen, die haben sehr zu ihren Leuten gehalten, aber der hat natürlich dann irgendwann schon gesagt, also jetzt die Staatsanwaltschaft ermittelt, muss ich mich schon auch nochmal irgendwie, dass du da nicht mit denen mit den Spekulanten irgendwelche Geschäfte gemacht hast. Das heißt, Dan McCrum durfte 3 Monate nichts schreiben über Wirecard, obwohl er weitere Erkenntnisse hatte, sondern musste abwarten, dass die hausinterne Untersuchung abgeschlossen war. Und in der Zeit hat Wirecard die Kreditlinien bei den Banken nochmal erhöht und hat nochmal 1,4 Milliarden Euro bei Kapitalgebern am Markt eingenommen über 2 Anleihen. Also haben die nochmal richtig den Schwamm voll gemacht. Und erst im Oktober hat Dan McCrum dann einen Artikel veröffentlicht, der in der Tat ganz präzise, chirurgisch scharf aufgeschrieben hat, über welche 3 Scheinfirmen Wirecard nicht existierende Geschäfte macht, in welchen Ländern etc. Er hat das genau belegt, er hat sogar Beweise ins Internet gestellt. Das hat dann am Ende sozusagen den Niedergang von Wirecard auch eingeleitet. Also Journalismus und dann die Reaktion aus dem Markt waren dann das, was das Ende des Unternehmens besiegelt hat. Es gab dann eine Sonderprüfung von KPMG, die untersuchen sollten, ob diese 1,9 Milliarden Euro auf den Treuhandgeldern existieren oder nicht. KPMG hat 7 Monate mit 40 Leuten nach 1,9 Milliarden gesucht und im April dann berichtet, sie wüssten es auch nicht, sie könnten nicht feststellen, dass das Geld existiert, sie hätten aber auch das Gegenteil nicht bewiesen. Und dann wurde nochmal 2 Monate weiter geprüft. EY, der eigentliche Abschlussprüfer, hat zusammen mit KPMG nochmal 2 Monate weiter nach dem Geld geguckt. Und dann im Juni war es so, dass EY verlangt hat, der Abschlussprüfer, wenn ihr von uns nochmal eine Unterschrift unter eure Bilanz haben wollt, dann müssen so 300 oder 400 Millionen von diesen Treuhandkonten auf ein deutsches Bankkonto überwiesen werden und wir unterschreiben erst, wenn diese 300, vielleicht noch 400 Millionen in Deutschland eingetroffen sind. Und das konnte Wirecard nicht, weil das Geld ja nicht existierte. Und dann war sozusagen innerhalb von Tagen der Zusammenbruch da. Das war sozusagen die Historie, aber das Katastrophenjahr war eigentlich 2019 und auch das, wo man hätte eingreifen müssen. Die Behörden haben nicht nur nicht eingegriffen, sondern sie haben sogar auf der falschen Seite, nämlich auf Seiten der Täter, mitgespielt und die Financial Times in Misskredit gebracht und damit auch viele Aktionäre getäuscht. Was hat das mit der deutschen Politik zu tun? Ich glaube, eine Menge. Die deutsche Politik hat Wirecard gerne gesehen. Man war stolz auf das Unternehmen. Viele, auch ausländische Beobachter, erzählen Personen wie der Bundeskanzlerin oder auch unseren Ministern immer, naja, die deutsche Industrie ist ja stark, Mittelstand wird bewundert, zu Recht. Aber was so die Großen angeht, da sind die Deutsche Bank über 100 Jahre alt, Siemens uralt und Daimler, und das sind alles ja Unternehmen aus dem 19. Jahrhundert. Wo ist euer Google? Ja, wo ist euer Facebook? Was habt ihr eigentlich digital?
Und habt ihr auch mal was Neues? Oder macht ihr hier nur mit eure großen Flaggschiffe, sind das alles nur irgendwelche alten Dinos? Ja? Das ist das, was tatsächlich deutsche Politiker sich oft auch im Ausland anhören müssen. Wobei ich ja immer sage, also wenn jetzt ein altes, traditionsreiches Großunternehmen weiterhin irgendwie auf der Höhe der Zeit segelt und erfolgreich ist, ist auch nicht so schlecht. Aber jedenfalls, wo ist euer Digital-Champion? Wo ist die Dynamik, das Neue bei euch in der Wirtschaft? Das werden wir in Deutschland schon oft gefragt. Und dementsprechend war man dann total stolz auf Wirecard. Da ist unser Digital-Champion, Wirecard, Zahlen im Internet, da gibt es einen besseren auf der Welt. Also die deutsche Politik war froh und dankbar, Wirecard zu haben. Umso mehr, als der traditionelle Großbankensektor, Deutsche Bank und Commerzbank namentlich genannt, eher in der Krise war im letzten Jahrzehnt und mit Umstrukturierungen und Problemen zu kämpfen hatte. Da war man umso froher, dass man wenigstens einen hatte, der mal richtig, richtig gute Zahlen hatte. Und das hat natürlich dazu geführt, dass die deutsche Politik Wirecard auch sehr stark protegiert hat. Die Bundeskanzlerin hat noch im September 2019, also lange nach dem Leerverkaufsverbot und all den Dingen, Wirecard gegenüber dem chinesischen Staatspräsidenten vertreten und gesagt, wäre doch toll, wenn Wirecard auch in China auf den Markt könnte, ein Unternehmen übernehmen könnte. Das hat übrigens dann, nachdem Merkel dort vorgesprochen hat, auch innerhalb von knapp 8 Wochen funktioniert. Also das, die war erfolgreich für Wirecard. Aber das zeigt, wie die deutsche Politik mit dem Unternehmen umgegangen ist, nämlich schützend, protegierend, fördernd, weil man stolz war auf einen Digital-Champion und nicht gesehen hat, dass da am Ende nur dahinter war. Und bei Olaf Scholz muss man ganz klar sagen, der hat 2018 das Finanzministerium übernommen. Er hat den früheren Chef von Goldman Sachs Deutschland, Jörg Kukies, zu seinem Staatssekretär gemacht für Finanzmärkte und damit jemanden, der im Markt bestens vernetzt ist, der fast jeden kennt auf dem deutschen Finanzplatz und selbstverständlich auch den Wirecard-Chef Markus Braun persönlich kannte und mit dem auch persönlichen Kontakt hatte. Und gerade auch in der Phase, wo es heiß wurde, wo es um den Betrug ging, wo KPMG anfing, die Sonderprüfung zu machen, hat Jörg Kukies sich sogar selber eingeladen zu einem Gesprächstermin bei Markus Braun in der Wirecard-Zentrale, um mit ihm über den Betrug und die Vorwürfe sozusagen zu sprechen. So, und Olaf Scholz als verantwortlicher Minister drüber, verantwortlich insbesondere für die Finanzaufsicht, für die BaFin, wurde natürlich auch regelmäßig gebrieft über den Fall Wirecard. Es ist jetzt nicht so, muss man sagen, dass Herr Kukies oder Herr Scholz wirklich wussten, Kenntnis hatten davon, dass hier Betrug vorliegt. Sie kannten die Vorwürfe, die Gerüchte. Jörg Kukies, natürlich liest er die Financial Times, das hat er gar nicht erst versucht, in Abrede zu stellen. Natürlich liest er die. Übrigens, der Finanzberater der Kanzlerin meinte, das hätte alles nicht gelesen. Also da gibt es scheinbar Qualitätsunterschiede. Aber Jörg Kukies, natürlich hat er das gewusst, hat die Vorwürfe gekannt, die Gerüchte gekannt und hat aus der Finanzaufsicht selber umfangreiche Briefings und Informationen und Berichte bekommen, förmliche Berichte, schriftliche. Aber natürlich gibt es in solchen Fällen zwischen Ministerium und Aufsicht auch Telefonate, SMS, persönliche Mittagessen, Gesprächskontakte, wo man darüber spricht, was liegt bei euch vor, was liegt auf dem Tisch, was beschäftigt euch. Also das Ministerium wurde förmlich und nicht förmlich umfangreich über den Verlauf bei Wirecard gebrieft. An wichtigen Punkten, wie zum Beispiel beim Leerverkaufsverbot, hat natürlich die BaFin den Entwurf des Leerverkaufsverbots vorher ans Ministerium geschickt und der Staatssekretär hat das auch vorher zur Kenntnis genommen und die Leitung von Olaf Scholz Ministerbüro hat das auch bekommen vorher, also zu einem Zeitpunkt, wo man auch hätte noch eingreifen können oder sagen können, seid ihr euch da sicher? Und in Wahrheit spielt die BaFin das ja auch nur hoch ins Ministerium, um sich rückzuversichern, tragt ihr den Kurs, mit dem wir da gehen wollen. Weil sonst müssen sie es nicht nach oben geben. Und kann auch nicht verwundern, bei einem DAX-Unternehmen, abgesehen davon, und bei so seltenen und ungewöhnlichen Schritten wie einem Leerverkaufsverbot, dass sich da eine Behörde Rückendeckung von oben holt. Das macht die jetzt nicht bei jedem täglichen Routinevorgang, aber bei sowas Ungewöhnlichem ganz, ganz sicher. Und so geschah es auch hier. Und auch bei anderen Gelegenheiten. Das Ministerium, das Finanzministerium, hat also die im Grund falsche, zu 180 Grad falsche Linie der Finanzaufsicht nicht nur mitgetragen, sondern in der vorherigen Abstimmung auch für gut geheißen.
Und das, meine ich, wirft schon ein Bild auf Olaf Scholz als Führungskraft, als jemand, der politische Verantwortung für einen Bereich hat, in dem offenkundig die Behörden unfreiwillig, aber jedenfalls zu Helfern von Milliardenbetrügern geworden sind. Umso erstaunlicher, dass Olaf Scholz erst versucht hat, überhaupt Fehler bei der Finanzaufsicht komplett abzustreiten. Und als sich das nicht mehr abstreiten ließ und auch noch mehr dazu kam, die Beschäftigten bei der BaFin haben fleißig mit den Aktien gehandelt von Wirecard. Also da wurde richtig zugelangt und da gab es offenkundig auch Fälle, wo Insiderhandel, jedenfalls Verdacht auf Insiderhandel vorlag. Und als das also über Olaf Scholz dann doch irgendwie sich zusammenbraute, hat er ganz, ganz schnell die Strategie gewechselt und hat gesagt, die Führungsspitze der BaFin wird gefeuert. Präsident Felix Hufeld musste gehen, seine Stellvertreterin Elisabeth Rögele musste gehen. Aber mit dem Ministerium hat das nichts zu tun. So die Verteidigungslinie von ihm im Grunde bis heute. Auch wenn man klar sagen kann, dass das Ministerium intensiv eingebunden gewesen ist. Ich glaube, dass das in zweierlei Hinsicht ein schlechtes Licht auf Olaf Scholz wirft als Führungskraft. Und er will ja aufsteigen, er will ja noch mehr Führungskraft werden, als er eh schon ist. Erstens vor der Insolvenz, also in der Phase, wo man hätte reingehen müssen, untersuchen müssen. Was hätte die BaFin übrigens machen müssen? Sie hätte eine Durchsuchung bei Wirecard anordnen müssen. Das kann die Finanzaufsicht beim Verdacht auf Bilanzfälschung oder Marktmanipulation. Da kann sie eine Hausdurchsuchung anordnen und kann die IT mitnehmen, die IT auswerten, E-Mails, Dokumente, Chats etc. Sowas wäre im Februar 2019 nötig gewesen und nicht irgendwo im Leerverkaufsverbot. Also erst wurde viel zu wenig und das Falsche gemacht, um der Sache Herr zu werden. Und als dann der Betrug bekannt wurde, als das Unternehmen implodiert ist, da hat Olaf Scholz im Grunde die Strategie Ackerfurche gefahren. Er hat sich also ganz flach auf den Boden gelegt und das Gesicht tief ins Feld eingegraben und gehofft, dass der Orkan irgendwann einfach weitergezogen ist. Aber auch das wirft ein schlechtes Bild auf seine Führungsqualitäten. Denn auch wenn schlimme Fehler passieren, die kann man ja nicht durch Ignorieren aus der Welt schaffen, muss man als jemand, der den Anspruch hat, das Land zu führen und die Regierung zu führen, die Sache schonungslos aufarbeiten und muss Konsequenzen ziehen. Und eine unverzichtbare Konsequenz wäre gewesen, seinen Staatssekretär Jörg Kukis zu entlassen. Und das hat er nicht gemacht, weil er es nicht machen wollte, wahrscheinlich auch, weil er taktiert hat, weil er mehr auf seinen Wahlkampf als auf das Wohl des Landes geschaut hat. Und das ist, glaube ich, schon was, was wir jetzt auch in der Phase im Wahlkampf in Erinnerung rufen müssen. Denn Olaf Scholz hat den Anspruch und auch die Chance, Bundeskanzler zu werden, muss sich aber eben messen lassen an seiner Arbeit. Und ich glaube, wenn er plakatiert, Scholz packt es an, dann kann ich aus eigener Erfahrung nicht bestätigen, dass er viel angepackt hätte bei Wirecard. Und wenn er plakatiert, Respekt für dich, kann ich nur sagen, es ist respektlos, wenn man, nachdem eine solche Lage auftritt, im eigenen Verantwortungsbereich einfach mit den Achseln zuckt und so tut, als hätte das mit allen zu tun, nur nicht mit einem selber. Das hat nichts mit Respekt zu tun, übrigens auch nichts mit Größe und mit Führungsqualität. Ja, das so als Überblick über den Wirecard-Fall. Ich denke, wir können jetzt mal langsam zu den Fragen übergehen. Ich könnte noch viel erzählen auch über die Konsequenzen, die schon gezogen worden sind und die noch kommen müssen. Das können wir vielleicht auch gleich nochmal machen. Ich hoffe, es war ein bisschen was Neues dabei. Und es geht auch immer noch schlimmer, Frau. Ich könnte noch so viel schlimmere Dinge erzählen. Wir haben noch nicht über Geheimdienste gesprochen und Privatdetektive und Schlägertrupps. Das machen wir nächstes Mal. Nee, das können wir nachher noch machen. Aber ich will mal sagen, das war so der Einstieg, Wirecard-Grundkurs. Und jetzt freue ich mich ganz arg auf die Diskussion und die Fragen. Vielen herzlichen Dank. Herr Dr. Tomka, Sie haben ja zu Recht die BaFin mehrfach erwähnt in Ihrem Vortrag. Mich würde interessieren, ob nicht als Lehre aus diesem Irrsinn, der aber in der breiten Bevölkerung gar nicht wahrgenommen wird, weil zu kompliziert, zu wirtschaftsbezogen. Mhm. Was hat vielleicht der Ausschuss, was haben Sie, was hat die FDP gelernt,
für die Qualität oder die Verbesserung der Qualität auch der Manpower oder Womanpower, beides in der BaFin. Eigentlich ist die BaFin ein Amateurclub, schlecht bezahlt, in Teilen zumindest, wenn man überlegt, wer auf der anderen Seite steht, was für Beträge dort gehandelt werden und was könnte man da vielleicht tun, um günstige Wirecards zu verhindern oder zu erschweren zumindest. Also ja, ich will sozusagen keine Pauschalkritik an den Mitarbeitern bei der BaFin üben. Mein Eindruck ist auch übrigens, dass es da auch ganz viele ausgezeichnet qualifizierte und motivierte, gerade übrigens Jüngere gibt, die bei der BaFin arbeiten. Aber die Behörde ist trotz allem aus meiner Sicht politisch falsch aufgestellt und auch falsch organisiert. Und das hat sich beim Fall Wirecard eben auch eklatant ausgewirkt. Die BaFin ist heute schon eine sehr große Behörde, deren Profil zu sehr verwässert, weil sie zu viele Aufgaben gerade nach der Finanzkrise auch übernommen hat und zu sehr auch im ständigen Nachvollziehen von regulatorischen Veränderungen ist. Und damit ist sie sehr stark auch mit Regeln beschäftigt. Und da geht manchmal auch eine Beschäftigung mit dem Sachverhalt selber oder Urteil verloren. Also ich glaube, die BaFin müsste erstmal auch wieder die Chance bekommen, wie andere Aufseher auch, mit einem konstanten Regelwerk zu arbeiten. Das ist eine politische Frage, ob wir ständig Dinge verändern. Ich glaube, dass wir gar nicht so viel ändern müssen an Regeln. Es gibt genug Regeln, aber es gibt eher zu viele Regeln auf dem Finanzmarkt. Ein paar wenige, die dafür durchgezogen werden, die durchgesetzt werden, die auch wirklich gelten werden. Besser als dieses unübersehbare Chaos, was da zurzeit herrscht. Der erste Punkt. Der zweite Punkt, ich glaube, dass wir die BaFin stärker zuschneiden müssen auf ihr Profil. Die BaFin hat zwei Hauptaufgaben. Das erste ist, die erste Aufgabe ist, das Finanzsystem soll stabil bleiben. Keiner muss Angst um sein Geld haben. Ja, niemand soll Angst haben müssen, dass wenn er nach Hause kommt, das Geld auf der Bank nicht mehr da ist oder alles irgendwie zusammenbricht oder die Wirtschaft keine Finanzierung mehr kriegt, weil alle hinüber sind und keine Bank mehr da ist. Also Systemstabilität. Und das Zweite, was die BaFin machen muss, ist, sie muss dafür sorgen, dass es gewisse Mindeststandards, Regeln gibt auf dem Markt, die gelten. Also, dass man natürlich schwarze Schafe rauszieht, dass man Betrug und unlautere Geschäftspraktiken vermeidet. Das sind die zwei, Geldwäsche etc. Das sind die zwei Aufgaben, Stabilität und Integrität des Finanzmarkts. Die BaFin ist aber überladen mit zu vielen anderen Aufgaben, beispielsweise Verbraucherschutz wurde immer wichtiger und ich finde Verbraucherschutz auch ein wichtiges Thema. Die Frage ist nur, ob es in einer Behörde gemacht werden muss, die eigentlich für die Stabilität des Systems zuständig ist. Und da verzettelt sie sich. Also sie braucht ein klareres Profil, aus meiner Sicht Kernaufgabe, Stabilität, Integrität des Finanzmarkts. Und dann muss die BaFin natürlich das werden, was sie nach dem Gesetz schon lange sein soll. Im Gesetz ist die BaFin angelegt als sogenannte Allfinanzaufsicht. Das ist ein Konzept, wo man eben sagt, der gesamte Finanzmarkt wird unter einem Dach beaufsichtigt. Es gibt auch Länder, die haben andere Konzepte, zum Beispiel Großbritannien. Da haben die mehrere Aufsichtsbehörden, die für unterschiedliche Aspekte zuständig sind. So war es in Deutschland auch bis 2002. Also die BaFin ist das Ergebnis einer Fusion von verschiedenen Behörden, über die man ein gemeinsames Dach gebaut hat. Mit dem Anspruch Allfinanzaufsicht. Und die Idee ist ja so schlecht nicht, dass man im Grunde sagt, Mensch, wenn wir auf eine Bank zum Beispiel gucken können, aus allen möglichen Blickwinkeln, also hat sie genug Eigenkapital, ist der Vorstand geeignet, sind die Geldwäschemechanismen in Ordnung, funktioniert die Wertpapierberatung. Ja, das waren vorher drei verschiedene Behörden, hat man zusammengelegt, weil man sagt, hängt miteinander zusammen. Ich halte das weiterhin für richtig, nur in der BaFin wird das nicht umgesetzt und gelebt, sondern es stehen im Grunde wie bei so einem griechischen Tempel weiterhin fünf verschiedene Säulen nebeneinander und nur oben findet Kommunikation statt auf höchster Ebene. Ich habe zum Beispiel eine Mitarbeiterin bei der BaFin, die für das Leerverkaufsverbot verantwortlich war, befragt im Ausschuss, weil wir gelernt haben und wissen, dass im Bereich der Geldwäscheaufsicht bei der BaFin ungefähr in derselben Woche oder genau in derselben Woche Warnhinweise in Bezug auf Wirecard eingegangen sind. Da habe ich gedacht, Mensch, in einer Behörde haben zwei verschiedene Stellen mit demselben Unternehmen in derselben Woche zu tun und eine macht sogar mit dem Leerverkaufsverbot was richtig, richtig Ungewöhnliches. Habe ich die Mitarbeiterin gefragt, vielen Dank, haben Sie denn, als Sie dieses Leerverkaufsverbot diskutiert haben, mal Kontakt aufgenommen zur Geldwäscheaufsicht in Ihrem Haus, in der gleichen Behörde? Weil das ja vielleicht interessant gewesen wäre, was da vorlag über Wirecard. So. Da war die Antwort,
Herr Abgeordneter, ich arbeite in der Wertpapieraufsicht. Und das war noch die höfliche Variante der Antwort, denn gemeint hatte sie, das hat man auch gemerkt an ihrer Reaktion, so eine bescheuerte Frage hat mir schon lange keiner mehr gestellt. Sie fand das absurd, dass man sie fragt, ob sie die Geldwäscheaufsicht der BaFin mal kontaktiert hat, bevor sie arbeitet am Freitag. Fand sie völlig, das ist halt, das heißt, das will ich der Mitarbeiterin gar nicht vorwerfen, es scheint nicht Teil der Behördenkultur zu sein, es scheint in keinem Leitfaden zu stehen, es scheint in keinem Training stattzufinden, dass man das macht, was eigentlich die Behörde ausmachen soll, nämlich Allfinanzaufsicht, auch horizontal Informationen austauschen. Und das müssen wir ändern. Das ist übrigens auch was, was Scholz bisher nicht wirklich angegangen hat, auch nach dem Fall Wirecard. Und dann müssen wir natürlich, letzter Punkt bei der BaFin, darauf achten, dass sie von der Mitarbeiterschaft her, ich würde mal sagen, ich finde nicht pauschal zu sagen, wir brauchen mehr qualifizierte Leute. Ich bin übrigens auch nicht der Meinung, die sind, man schafft es mit mehr Geld, automatisch qualifiziertere Mitarbeiter bei der BaFin zu. Natürlich muss die Bezahlung mithalten können und attraktiv sein, aber da gelten auch schon einige Sonderregeln im Vergleich zum öffentlichen Dienst, muss man auch sagen. Aber viele Mitarbeiter bei der BaFin, die ich auch kenne, die sind da hingegangen, weil sie es zum Beispiel sinnstiftend finden, zu sagen, ich habe jetzt lange genug bei einer Bank gearbeitet und das mit dem vielen Geld, das hat mich irgendwann auch nicht mehr so zufriedengestellt. Das ist eine Geschichte, die wirklich stimmt, dazu gehört hat. Das immer mehr und so und nur im Geld rechnen, das fand ich irgendwann nicht mehr so bereichernd und auch nicht neu und das, ich wollte was anderes machen und also es gibt Leute, die da aus ideellem Antrieb und weil sie dahinter auch einen Sinn sehen, zum Aufseher gehen und die können durchaus was, die sind auch motiviert, sonst würden sie das gar nicht machen, aber die müssen gefördert werden. Ich glaube, dass man denen, gerade den motivierten Jüngeren, die es bei der BaFin gibt, auch mehr die Möglichkeit geben muss, auch schneller durch die Hierarchie durchzukommen und auch Führungsaufgaben zu übernehmen. Und generell muss die BaFin von den Mitarbeitern mehr Diversität aufweisen. Es ist eine doch immer noch sehr stark von der klassischen Verwaltungsausbildung oder einer juristischen Qualifikation geprägte Behörde. Und ich bin selber Jurist und gehöre ganz bestimmt auch nicht zu denen, die immer dann auf den Juristen rumhauen. Aber Juristen können bestimmte Dinge und sie können andere Dinge auch nicht. Und die Teams bei der BaFin müssen besser gemischt werden. Der Jurist wird auch noch gebraucht, weil wenn es darum geht, zum Beispiel ein Leerverkaufsverbot zu machen oder eine Maßnahme zu treffen gegen irgendein Unternehmen, dann muss das juristisch sauber sein. Es geht um Grundrechte, es geht, also natürlich braucht man die, aber man braucht auch Leute mit ökonomischem Hintergrund, mehr als bisher. Leute, die eine Bilanz sehr, sehr gut lesen, analysieren können, die vielleicht eine Wirtschaftsprüferausbildung haben. Die BaFin braucht, egal über welche berufliche Qualifikation wir reden, sie braucht mehr Internationalität, Menschen, die auch Auslandserfahrung haben. Was wäre es wert gewesen, wenn bei der BaFin jemand da gewesen wäre, zum Beispiel, der ausgeliehen worden ist von der Aufsicht in Singapur. Singapur ist ein ganz wichtiger Finanzplatz, das ist nicht irgendwie so. Warum macht man da keinen Mitarbeiteraustausch und sagt, permanent, wir schicken permanent zwei Leute von der BaFin nach Singapur und ihr schickt uns zwei Leute dann verstehen wir uns besser. Was hätte man da machen können? Hätte man fragen können, ist der Treuhänder hier in Singapur, habt ihr von dem mal gehört? Gibt's den? Was muss ein Treuhänder für Voraussetzungen erfüllen? Was braucht er, um zugelassen zu werden? Oder braucht er gar nichts? Wie wird der kontrolliert? Das sind ja Sachen, die weiß man nicht, wenn man in Deutschland ausgebildet worden ist. Aber dann braucht man in der BaFin jemanden, der Singapur kennt. Und Tokio und New York und London mindestens mal. Und diese Dinge, Diversität, Internationalität, das ist die eigentliche Herausforderung. Weil am Ende meine Hauptkonsequenz, wenn wir auf die BaFin gucken, ist, Gesetze richten es nicht. Menschen müssen die richtigen Urteile treffen und die richtigen Entscheidungen aus den Urteilen ableiten. Diese Aufgabe kann uns Menschen in unserem Leben meistens niemand abnehmen. Und auch Behörden sind nur so gut wie die Menschen, die dort entscheiden. Und insofern muss man denen die Gesamtaufstellung geben, dass sie gut arbeiten können. Aber wir brauchen auch, meiner Meinung nach, eine andere Personalmischung innerhalb der BaFin. Ich habe zwei Fragen, aber ich war gerade bei der BaFin, da würde ich mal weitermachen. Ich bin vorher kurz hellhörig geworden. Sie haben gesagt, die haben auch teilweise munter mit Wirecard-Aktien gehandelt. Mhm. Ich meine zu wissen, dass zum Beispiel Beschäftigte der Börse Stuttgart gar nicht mehr mit Einzelaktien handeln dürfen. Ja. Gibt es sowas bei der BaFin nicht? Oder haben die das über Mittelsmänner gemacht? Die haben völlig berechtigte Frage. Ich war genauso überrascht, weil ich auch nur sagen kann, dass auch in der Privatwirtschaft solche Sachen nicht gegangen wären. Aber bei der BaFin war es zulässig, auch mit Einzelaktien zu handeln.
Das ist inzwischen abgeschafft worden, beziehungsweise eingeschränkt worden. Aber das ist ja schon der nächste. Was jetzt nicht mehr geht, ist, dass man mit Einzelaktien handelt von Unternehmen, die der Aufsicht durch die BaFin unterliegen, also die in Frankfurter Wertpapierbörse irgendwie notiert sind. Was irgendwo in San Francisco gehandelt wird, darf man auch weiterhin. Also das war möglich. Es musste nach den Regularien der BaFin angezeigt werden, dem unmittelbar Vorgesetzten, also dem Dienstvorgesetzten. Und der erste Fehler ist schon, dass überhaupt Einzeltitel gehandelt werden dürfen, weil man bei einer Finanzaufsicht immer irgendwo Insiderwissen in Bezug auf praktisch jedes wichtige börsennotierte Unternehmen irgendwo rumliegen hat. Auf den Festplatten, auf den Laufwerken oder in der Kantine, am Nachbartisch. Das ist nicht zu vermeiden. Und deswegen bin ich tatsächlich auch der Meinung, Einzeltitel handeln ist mit einer Finanzaufsicht einfach nicht zu machen. Bei der Bundesbank auch übrigens nie möglich gewesen. Und das Zweite ist, bei Wertpapiergeschäften, natürlich muss man das sich auch genehmigen lassen. Und nur da ist nicht die richtige Stelle der direkte Dienstvorgesetzte, denn mit dem muss man jeden Tag auskommen, aber der auch mit einem. Und ich glaube, es belastet die Arbeitsbeziehung, wenn der Dienstvorgesetzte in die Rolle gebracht wird, dem Mitarbeiter möglicherweise ein Geschäft zu untersagen mit einem Fonds oder irgendwas anderes. Belastet die Beziehung, das wird der direkte Vorgesetzte nicht so gerne machen, wenn ihm an der Motivation des Mitarbeiters gelegen ist und der Loyalität. Das heißt, er wird eher zu großzügig sein. Und der Dienstvorgesetzte weiß nicht, notwendigerweise jedenfalls, welches Insiderwissen über welches Unternehmen gerade an welcher Stelle der BaFin vorhanden ist. Das heißt, man muss aus meiner Sicht eine zentrale Compliance-Einheit schaffen, die einen Überblick hat über Insider-Relevantes innerhalb der BaFin und genau beurteilen kann, ob möglicherweise auch ein Fonds oder irgendein anderes Finanzprodukt momentan bei der BaFin nicht gehandelt werden darf, weil die Behörde irgendwas in der Richtung unternimmt. Und das kann nicht jeder Referatsleiter für die ganze Behörde wissen, sondern braucht man eine zentrale Compliance-Stelle. Also insofern, ja, die Regeln bei der BaFin waren extrem defizitär. Und das ist auch ein Skandal im Skandal, wenn man so sagen will, weil es gibt ja zwei Möglichkeiten, was ein BaFin-Mitarbeiter Illegitimes machen könnte, wenn er mit Einzeltitel handelt. Erstens, er könnte Insiderwissen ausnutzen, also er weiß, da kommt irgendwie jetzt eine saumäßig harte Maßnahme gegen ein Unternehmen, das wird öffentlich werden und dann kauft er irgendwelche Finanzprodukte auf fallende Aktienkurse. Aber es gibt auch noch was anderes, was passieren könnte. Er könnte sich in seiner Arbeit beeinflussen lassen. Angenommen, der Mitarbeiter hat seit 10 Jahren Wirecard-Aktien im Depot und hat die nie angefasst, aber sie liegen dort. Und dann kriegt er eine Akte auf den Tisch und da steht jetzt, guck mal hier, Financial Times hat das und das geschrieben und da gibt es im Internet noch den und den Bericht dazu und jetzt kümmere dich mal drum. Da ruiniert er ja sein eigenes Depot, wenn er da allzu hart einsteigt. Also er könnte sich auch potenziell beeinflussen lassen, wenn er Einzeltitel nur umliegen hat. Und das muss er ja nirgends melden und gar nichts. Und das sind im Grunde die Konflikte, die da auftreten können. Und letztlich kann man nicht mit voller Sicherheit aufklären, ob die Wertpapiergeschäfte von BaFin-Mitarbeitern in der einen oder anderen Weise diesen Einfluss hatten. Man kann es vermuten oder befürchten, aber man kann es heute, glaube ich, nicht mehr richtig nachvollziehen. Da war noch eine zweite Frage. Ja. Was glauben Sie, war die Exit-Strategie der Verantwortlichen? Ja. Also gab es überhaupt eine? Oder? Weil ewig geht es ja nicht weiter. Absolut, total richtig. Wie bei jedem Schneeballsystem ist das so, dass die Lawine irgendwann den Berg runter ist und dann zum Stehen kommt und platzt. So war das auch hier. Es war nicht so, dass dieses System aus sich heraus hätte gerettet werden können. Was die Exit-Strategie war, darüber kann man spekulieren. Eine Möglichkeit war, dass die Exit-Strategie war, dass Herr Marzalek rechtzeitig irgendwo ins Ausland fliegt und dort untertaucht. Das könnte es gewesen sein. Ich glaube, die Flucht war gut vorbereitet. Also das kann man sagen. Und möglicherweise war das schlichtweg auch die Exit-Strategie. Möglicherweise sogar, das wird sich vor Gericht zeigen, war die Exit-Strategie weiter, dass Herr Marzalek verschwindet und Herr Braun, der Chef von Wirecard, sagt, da wenn ich das gewusst hätte, was der Marzalek da treibt, dieser Halodri, da hat mich auch richtig reingelegt, der Kerl. Also dass er im Grunde sagt, wir machen das abgesprochen, der eine streitet jede Kenntnis ab und der andere ist nicht greifbar. Auch man wird sehen, also es gibt aus meiner Sicht klare Indizien, die für eine Schuld von Braun sprechen, eine Mittäterschaft sprechen, aber am Ende müssen es Gerichte feststellen, ob es ausreicht, was vorliegt. Ja, es gibt noch eine andere Diskussion, die
geführt worden ist über eine Exit-Strategie, und das habe ich ja schon angedeutet. Wirecard hat 2019 ein Projekt gestartet, und zwar Herr Marjalek. Das macht die Sache dann auch ein bisschen verdächtig, weil der Marjalek eigentlich jetzt nicht für alles zuständig war, sondern der war für Asien zuständig, also im Kern für den Betrug zuständig. Und der wiederum hat im Sommer 2019, als Dan McCrum gerade nicht schreiben durfte und als Wirecard nochmal Schulden gemacht hat und so, in der Phase hat Marjalek ein Projekt auf den Weg gebracht, das nannte sich erst Louis XIII, also nach dem französischen König, und wurde dann umgetauft in Project Panther. Und Project Panther war eine Studie, die man in Auftrag gegeben hat bei einer Unternehmensberatung. Wie könnte die Übernahme der Deutschen Bank ablaufen? Und das war, ich sag mal, ein grobes Vorbereitungsstadium. Es war noch lange nicht so, dass Wirecard jetzt sozusagen operativ den fertigen Plan hatte, wie kriegen wir die Deutsche Bank. Aber der Börsenkurs war deutlich höher als bei der Deutschen Bank. Also Wirecard hätte möglicherweise über Aktientausch die Finanzkraft gehabt, den Aktionären der Deutschen Bank ein Übernahmeangebot zu machen. Das hätte klappen können. Und so haben die sicherlich auch gedacht, die haben die Börsenwerte verglichen. Ja. Und letztlich wurde das dann und konnte auch nicht mehr weitergetrieben werden, weil dann kam mit KPMG, dann war es irgendwie auch schnell vorbei. Also, aber die Idee war offenbar schon, Übernahme Deutsche Bank. Und jetzt kann man sagen, die sind einfach irgendwann völlig durchgeknallt gewesen und größenwahnsinnig und haben gedacht, sie sind irgendwie Zeus oder Jupiter oder wer auch immer. Oder aber das war die Exit-Strategie. Denn nur mal angenommen, ich glaube, sie waren weit davon entfernt, aber nur mal angenommen, Wirecard hätte die Deutsche Bank übernommen, dann hätte man ja den Leuten erzählt, boah, was haben wir denn da gekauft? Eine Altlast nach der anderen. Also boah. So. Und dann hätte man wahrscheinlich in der Integration der Deutschen Bank 1,9 Milliarden Euro irgendwie verstecken können. Und die hätte man abgeschrieben, hätte irgendeine Begründung gehabt dafür, dass es da fusionsbedingte Verluste gibt, dass die Abfindungen viel höher sind für die Mitarbeiter, dass die IT-Systeme teuer integriert, keine Ahnung, also hätte es genug Gründe gegeben und möglicherweise war das auch eine Idee, wie man da rauskommt und das tatsächlich dann auf Nimmerwiedersehen vertuscht, was da gemacht worden ist. Aber genau wissen, tun wir es nicht. Machst du die Moderation? Ja, bitte, das heißt, bitte. Ich hätte auch noch eine Frage, und zwar in das Insider-Trading oder der Bedingte Insider-Trading spielt ja normalerweise auf die einzelnen Aktien von gewissen Unternehmen. Und wie würde sich das verhalten, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Aktie kaufe, sondern eben einen Derivat, gibt es ja auch diverse, kann ich auch Zertifikate kaufen, Optionen, was auch immer. Ja, das ist mit verboten worden natürlich. Also klar, jedes Finanzinstrument, das an der Börse gehandelt werden kann, unterliegt dem Verbot des Insiderhandels, und da kommt es am Ende nur darauf an, ob jemand was weiß, was noch nicht öffentlich bekannt ist, und ob das, was er weiß, den Kurs beeinflussen wird. Und ob das ein Derivat ist oder die Aktie direkt, spielt dafür keine Rolle. Natürlich kann es sein, dass in Bezug auf ein Unternehmen bestimmtes Wissen für die Aktien kursrelevant ist, aber eine Anleihe zum Beispiel dadurch nicht beeinflusst wird. Also insofern kommt es bei der Frage, liegt Insiderhandel vor, sehr wohl auch auf die Wertpapiergattung an, über die wir da reden. Aber grundsätzlich ist natürlich auch ein Derivat, sogar ein hochsensitives Produkt, kann für Insiderhandel benutzt werden, missbraucht werden, ist aber jetzt genauso verboten wie der Handel mit der Einzelaktie. Sonst wäre es ja ein leicht umgehbares Verbot. Ne? Wobei man sagen muss, Insiderhandel war und ist immer verboten. Also völlig egal, das hängt nicht von den internen BaFin-Regeln ab. Die BaFin-Regeln sagen ja im Grunde jetzt, der Handel mit Einzelaktien ist auch dann verboten, wenn du gar kein Insiderwissen hast. Einfach weil wir da sauber bleiben wollen, weil wir überhaupt keinen Verdacht erwecken wollen, dass hier was irgendwie schmutzig läuft. Aber Insiderhandel mit Derivaten war natürlich zu jeder Zeit verboten, auch für die BaFin. Ja, es gibt jetzt ja viele Leute, die halt enorme Verluste durch den ganzen Wirecard-Skandal gemacht haben. Wie glauben Sie, sind Ihre Erfolgschancen jetzt gerade? Es gibt viele, viele Klagen zum einen gegen die Finanzaufsicht, zum einen gegen den Wirtschaftsprüfer. Wie gern schätzen Sie das ein? Ja, muss man glaube ich immer gucken, wer ist gegen wen geht die Klage. Aber bei den Verlusten, die da gemacht worden sind, ist klar, dass die meisten Anleger versuchen,
ihre Verluste irgendwie zurückzubekommen. Das Unternehmen ist unter Insolvenzverwaltung und wird liquidiert werden. Also bei die Wirecard AG hat ein paar funktionierende Teile verkaufen können. Muss auch mal sagen, auch aus Fairness gegenüber den Mitarbeitern von Wirecard. Also in Deutschland und Europa hat der Wirecard ein intaktes Geschäft. Das hat funktioniert. Das war jetzt nicht technologisch irgendwie revolutionär besser als Wettbewerber. Aber es gab zufriedene Kunden bei Wirecard, die in Deutschland und auch in der Europäischen Union bedient worden sind. Das war etwa die Hälfte des Umsatzes. Gewinn haben sie damit allerdings nicht gemacht, sondern Verluste. Aber die Kunden gab es und die Mitarbeiter, wenn jemand jetzt bei Wirecard gearbeitet hat, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass der wirklich bis zur Insolvenz gedacht hat, dass er bei einem super laufenden deutschen Startup mit großer Zukunft arbeitet. Das muss man fairerweise auch sagen, die dürfen nicht stigmatisiert werden. Der andere Teil, der war eben nicht existent. Was war nochmal die Frage, oder der zweite Teil der Frage? Es gibt ja jetzt gegen wen, an wen man verklagen kann, ja, ne? Genau, also ja. Es gibt verschiedene Klagen, jetzt zum einen die Wirtschaftsprüfer, da auch gegen die BaFin. Also der Insolvenzverwalter ist dabei, die Insolvenzmasse noch zusammenzubringen, ein bisschen was hat er einnehmen können, dadurch, dass man funktionierende Teile verkauft hat, aber im Großen und Ganzen ist halt nicht arg viel zu holen. Also man hat einen hohen Ausfall der Gläubiger beim Insolvenzverwalter. Und der verklagt natürlich auch die Vorstände, die handelnden Personen, die werden verklagt, die haften persönlich, von Markus Braun wurde Vermögen irgendwie beschlagnahmt, unter Arrest gestellt, der Aufsichtsrat wird in Regress genommen, die Versicherungen des Aufsichtsrates könnten möglicherweise auch noch was zahlen müssen, je nachdem, wie es da aussieht im Aufsichtsrat. Also das ist alles Sache des Insolvenzverwalters, der versucht gewissermaßen die Masse möglichst groß zu kriegen und trotzdem wird es hinten und vorne nicht reichen. Deswegen würde jeder Aktionär natürlich trotzdem seine Forderungen beim Insolvenzverwalter anmelden. Und dann gibt es am Ende eine Tabelle oder wird verteilt und dann kriegt man einen kleinen Bruchteil. Den Rest kann man sich entweder holen beim Abschlussprüfer oder bei der Finanzaufsicht. Das sind die zwei anderen Einrichtungen, gegen die Klagen laufen. Der Abschlussprüfer EY haftet grundsätzlich nach den alten Wirtschaftsprüferhaftungsregelungen bei einfacher Fahrlässigkeit nur für, also bei Fahrlässigkeit insgesamt nur bis zu 4 Millionen Euro gegenüber dem geprüften Unternehmen. Also man kann sagen, eigentlich gar nicht. Deswegen ist das Wichtige für die aus der Anlegerperspektive, wenn man eine Chance haben will, bei EY Geld zu bekommen, dass man denen vorsätzliches Handeln nachweisen kann. Das ist eine hohe Hürde. Aber eine, die Gerichte in anderen Fällen durchaus auch ab und zu mal angenommen haben. Und der Vorsatz des Wirtschaftsprüfers muss nicht bedeuten, die wussten, dass da betrogen wird und haben mitgemacht oder haben es wissentlich irgendwie durchlaufen lassen oder so. So weit muss es nicht gehen. Der Vorsatz bedeutet nur, dass der Prüfer von EY, der die Unterschrift geleistet hat, bewusst Prüfungsstandards verletzt hat. Also dass der hat in dem Moment gewusst, dass er zu wenig Dokumente angefordert hat, zu wenig Nachfragen gestellt hat, dass er sich eigentlich mit dem, was er hat, noch nicht sicher sein kann, dass zum Beispiel die 1,9 Milliarden wirklich existieren. Das muss aber vorsätzlich passiert sein. Das darf also nicht nur schlampig, fahrlässig passiert sein, sondern das muss der gewusst haben. Dafür gibt es aber Indizien, denn zum Beispiel beim Jahresabschluss für das Jahr 2016 hat EY gedroht, das Testat nicht zu erteilen, hat eine Liste geschickt an Wirecard mit Dokumenten und Prüfnachweisen, die sie brauchen, um doch noch zu unterschreiben. Und 10 Tage später wurde die Liste nicht geliefert, aber trotzdem unterschrieben. Und aus diesem Umstand folgert unter anderem die Wirtschaftsprüferaufsichtsbehörde, die APAS, dass hier vorsätzlich falsch testiert wurde. Denn er wusste ja, was fehlt, hat es nicht gekriegt, aber trotzdem unterschrieben. Auch das wird am Ende natürlich ein Richter würdigen müssen und man muss auch wirklich Jahr für Jahr aufs Neue gucken, was haben sie nicht geprüft und war denen in dem Moment klar, dass sie es hätten prüfen müssen. Aber ich sehe, was EY angeht, schon Erfolgschancen in der Klage. Zum Beispiel hat EY auch bei den Treuhandkonten nicht sachgerecht, nicht den Berufsstandards entsprechend geprüft. Wenn ich ein Treuhandkonto habe, das ist eigentlich ein Standardprozess, ja, das ist so, wie wenn in der Autowerkstatt einer mit platten Reifen kommt. Da muss eigentlich nicht lang fragen, was zu tun ist. Das passiert dann und wann, es ist nicht so toll,
aber der Monteur weiß auch, was er dann machen muss in dem Moment. Und so ist es bei Treuhandkonten eigentlich auch. Da gibt es klare Regeln, die sagen, wenn ein Unternehmen Treuhandgelder bilanziert als eigenes Geld, Treuhandgelder heißt ja, jemand anders hat Zugriff drauf, ein Treuhänder. Und man aber sagt, das gehört dem Unternehmen, ich bilanziere es bei mir. Dann muss man erstens prüfen, existiert das Geld? Gibt es ein Konto, auf dem das Geld wirklich liegt? Dazu muss man eine Bankseitenbestätigung einnehmen, also eine Bescheinigung der Bank, bei der das Konto geführt wird. Das ist das Guthaben. Man muss eine Bestätigung einholen, dass das ein Treuhandkonto ist, dass das Geld also in Wahrheit jemand anders zusteht als dem Treuhänder, nämlich in dem Fall Wirecard. Und man muss bei 1,9 Milliarden auch noch ein bisschen mehr machen. Man muss zum Beispiel Gespräch führen man muss im Grunde um ein Gespräch bitten bei der Bank. Und bei so einer Summe müsste man, wenn man das richtig macht als Wirtschaftsprüfer, mit einem leitenden Angestellten der Bank persönlich sprechen und sich auch nochmal versichern lassen, die Unterlagen sind echt, wir kennen den Kunden etc. pp. Das ist alles nicht passiert. Und auch das sind so heftige Verstöße gegen eigentlich völlig unstrittige Prüfstandards, dass ich glaube, dass EY am Ende haften muss. Vielleicht einfach nochmal, um auch zu illustrieren, wie krass das war bei EY. Bis 2019 hatte Wirecard seine Treuhandkonten in Singapur geführt. Ende 2019 wurden die Treuhandkonten dann in einer Nacht- und Nebel-Aktion auf die Philippinen verlagert. In Singapur war der Treuhänder ein Mann namens Shanan Mangaturan. Man muss schon 8 Monate Untersuchungsausschuss in den Knochen haben, bis man den Namen über die Lippen bekommt, aber Shanan Mangaturan, ein singapurischer Bürger, der war der Treuhänder dort oder war als Treuhänder angegeben. Der hat für Wirecard auch eine DIN A4-Seite auf seinem Briefpapier bestellt. Die Firma von Shanan Mangaturan nannte sich Citadel Corporate Services und wurde als Treuhänder benannt. Und der hat dann auch einmal im Jahr eine DIN A4-Seite gemacht und da stand drauf Citadel Corporate Services. Dann stand noch als Datumsangabe 6. Juni 2019. Ist keinem aufgefallen, dass das ein deutsches Datum war, was sie da eingesetzt haben. Dann stand da irgendwie drauf, wir bestätigen folgende Kontoguthaben und dann stand die Unterschrift Shanan Mangaturan. Wenn man dann auf das Unterschriftsfeld, das war ein elektronisches Dokument, wenn man drauf geklickt hat, dann öffnete sich noch so ein Pop-up-Fenster. Da stand dann irgendwie oben drüber Oliver. Oliver war der Geschäftsführer der Scheinfirma, die angeblich die Treuhandkonten gehalten hat. Also man konnte sehen, das Dokument stammte nicht von Shanan Mangaturan, sondern es stammte von Oliver. Dann haben wir ein bisschen rumgeguckt, was weiß man dann über Shanan Mangaturan. Und dann haben wir auf Facebook mal den Namen irgendwie eingetragen und dann fand man auch sein Profil. Und dann stellte sich raus, das haben aber wir im Untersuchungsausschuss dann mit unseren Mitarbeitern mal recherchiert, dass Shanan Mangaturan an der Geschäftsadresse von Citadel Corporate Services noch eine andere Firma betrieben hat, nämlich einen Nachtclub. Und mit dem hat er sich auch nächtlich aufgehalten und die Facebook-Bilder zeigten Shanan Mangaturan eigentlich ausschließlich im Nachtclub. Selten alleine und auch meistens zwischen gänzlich bekleidet und gänzlich unbekleidet, irgendwo in der Mitte. Aber jedenfalls nicht so, wie man sich den Treuhänder für eine Milliarde von Wirecard vorstellt. Und das sind so Sachen, wo man sich schon fragt, warum so eine EY-Firma das nicht irgendwie auch mal checkt, wer da der Treuhänder ist. Und dann hat Wirecard 2019 in Panik, ein bisschen, muss man ein bisschen sagen, so wie der Bankräuber, der dann irgendwie sieht, da hinten kommt schon die Polizei um die Ecke und dann werden noch 3 Geldsäcke in den Kofferraum gestopft und dann wird losgefahren und hinten fliegen die Scheine, so ein bisschen so war das. Haben die das nach Singapur, von Singapur nach auf die Philippinen verlagert, das Treuhand, also das fiktive Treuhandgeld, und haben irgendwie gesagt, wir erreichen den Typen in Singapur nicht mehr, der geht nicht mehr ins Telefon, jetzt haben wir das halt rübergeschoben nach Philippinen. Das hat immerhin noch für 6 Monate gereicht, um EY und KPMG zu beschäftigen, also die waren da dann ordentlich beschäftigt, und auf den Philippinen wurde ein neuer Treuhänder präsentiert. Da gab es sogar mal eine Flugreise, da hat Herr Marjalek mit 3 oder 4 Wirecard-Mitarbeitern und halb KPMG und halb EY einen Flieger besetzt und die sind nach Manila geflogen, wurden dort von einer Polizeieskorte abgeholt und irgendwo in so eine Vorstadt Fuze gefahren, und da saß dann der Treuhänder, das war Herr Tolentino. Tolentino ist auf den Philippinen deshalb ziemlich bekannt, weil der hat eine eigene Fernsehsendung, also der ist Fernsehanwalt und hat da irgendwie so eine Fernsehsendung,
und spezialisiert ist Tolentino auf Scheidungs- und Sorgerechtsstreitigkeiten. Jedenfalls, der saß da und sagte, ich bin der neue Treuhänder, 1,9 Milliarden, gar keine Frage, haben wir hier. Und dann wurde die Delegation noch irgendwie in so eine Bankfiliale auch am Stadtrand von Manila gefahren. Das war, ich will nicht sagen, eine Baracke, aber es war jetzt nicht irgendwie Headquarter, mega glänzend, also 1,9 Milliarden wurde in so einer Vorstadtfiliale letzten Endes. Da saßen Komparsen, also das waren natürlich alles philippinische Bürger, die da extra für angezogen worden sind. Und da hat man da die EY-Leute durchgeführt und dann stellte sich einer als Manager vor und sagte, das Geld ist hier. Und dann ist die Delegation wieder abgeflogen. Und am Ende war es so, und das zeigt nur, um das Versagen auch von EY zu illustrieren, an dem Tag, an dem Wirecard öffentlich bekannt geben musste, dass 1,9 Milliarden fehlen. An dem Tag sollte eigentlich ein neuer Vorstand seinen ersten Arbeitstag haben, nämlich James Fries, ein Amerikaner, den sie von der deutschen Börse geholt hatten. Und der hatte den ersten Arbeitstag an dem Tag, wo gerade irgendwie rauskam, fehlt ein bisschen was in der Kasse. Jedenfalls, James Fries wurde dann spontan vom Aufsichtsratschef, von Thomas Eichelmann, der, muss man sagen, der hatte den Aufsichtsrat erst kurz vorher übernommen und war eine eher treibende Kraft der Aufklärung, also nicht da. Der hat jedenfalls dann gesagt, Fries, du hast heute deinen ersten Arbeitstag, du bist eigentlich der Einzige, dem ich noch vertrauen kann. Du bist jetzt der Vorsitzende, der CEO. Also der wurde Chef am ersten Arbeitstag und hat dann erstmal Zugang zur IT gekriegt, hatte abends dann irgendwann sein Notebook und konnte sich in die Wirecard-Netze begeben und saß dann im Hotel. War noch so ein bisschen perplex, dass er jetzt CEO eines Unternehmens ist, das eigentlich kurz vor der Insolvenz steht, aber hat sich dann reingewählt ins Netz und hat ein bisschen recherchiert, hat auch ein bisschen im Internet gesurft und so nach 4-5 Stunden im Hotel lief er den Aufsichtsratsvorsitzenden wieder an und sagte, Eichelmann, das Geld kann nicht existieren, das muss Betrug sein, das kann dieses Geld nicht geben, sagt der Eichelmann, ja, wie bist du denn da so sicher? Da sagte der Fries, ja, hätte mal nachgeguckt, die beiden philippinischen Banken, bei denen das Treuhandkonto ja angeblich geführt werden würde, die würden ja auch ihre Bilanzen veröffentlichen und die philippinische Notenbank auch. Und anders als Singapur sei das philippinische Bankensystem rein dollarbasiert. Das heißt, dort würden die Banken eben in Dollar rechnen und könnten auch bei der Notenbank Verbindlichkeiten nur in Dollar aufnehmen, nicht in Euro. Wer Euro-Konten führen möchte auf den Philippinen, der muss Fremdwährungsverbindlichkeiten bei der philippinischen Notenbank eingehen. Also da muss das auch ausweisen in der Bilanz, dass er Euro-Verbindlichkeiten gegenüber der Notenbank hat. Das sieht man der Bilanz an. Der sagte, also weder hat die Notenbank irgendwelche Forderungen gegen Kreditinstitute in Euro in der Höhe von 1,9 Milliarden, noch haben diese beiden Banken auch nur ansatzweise entsprechende Verbindlichkeiten bei der Notenbank. Also diese Banken können dieses Geld überhaupt nie in Euro aufgenommen haben, aber die Kontobestätigungen, die waren in Euro geführt. Dann hat er gesagt, nach 4 Stunden eine Fälschung. Und da hat er recht gehabt. Das war so einfach letzten Endes. Hat aber offenbar bei EY niemand gemacht vorher. Und dementsprechend würde ich schon sagen, also ich mache es jetzt auch einmal so an so Beispielen, weshalb ich schon glaube, dass das Versagen des Prüfers wirklich so schwerwiegend gewesen ist hier, dass ich schon glaube, dass da Erfolgschancen sind bei einer Klage. Bei der BaFin ist es deshalb schwieriger, weil es im Gesetz, im Finanzdienstleistungsaufsichtsgesetz, ein Haftungsprivileg gibt, das dafür sorgen soll, dass die BaFin grundsätzlich nie haftet, egal was sie macht. Das hat der Gesetzgeber mal eingeführt nach der Herstadt-Pleite Ende der 70er Jahre. Und trotzdem gibt es Klagen gegen die BaFin, weil einige Juristen der Meinung sind, der Gesetzgeber dürfte die BaFin nicht pauschal von jeder Haftung befreien. Und dann wird man sehen müssen, ob das irgendwie das Verfassungsgericht oder der Europäische Gerichtshof am Ende irgendwie dann doch so sieht. Aber da wäre ich ein bisschen zurückhaltender, weil die BaFin eben wirklich eine, das kann man für richtig oder falsch halten, aber jedenfalls ein gesetzliches Haftungsprivileg hat, das zum Beispiel EY in der Form nicht hat. Okay. Gut. Bei meinem Fall ist das so, und zwar kann es nicht eigentlich sein, dass du irgendwie auch als EY oder als Prüfer eher ein oder zwei Augen zutrieb bei den Prüfern, wenn man halt nicht den Großkunden oder das deutsche Prestige-Objekt Wirecard wählen möchte, weil ich denke mal, wenn du EY nicht prüft, dann prüfst du halt KPMG oder ja. Leute oder sonst jemand anderes, dass man halt irgendwie dann eher gewinnt, das ist einfach nicht.
Wo man hinzuschauen, wie man eigentlich sollte. Ja. Komplett auch noch zum Beispiel. Die Frage haben wir uns lange gestellt, warum war das bei EY so? Weil man ja auch sagen muss, auch bei dieser Firma arbeiten unheimlich qualifizierte, engagierte Leute und die man auch nicht in Mithaftung nehmen darf dafür, dass da ein oder zwei Handvoll Kollegen bei Wirecard so versagt haben. Das muss man auch fairerweise sagen. Der Grund für das Versagen von EY ist mir immer noch nicht wirklich plausibel. Wir haben keinerlei Hinweise gefunden in Richtung, dass da einer mit drin hing. Auch das muss man zur Ehrenrettung von EY sagen. Für Bestechung oder ähnliche null Hinweise, nichts. Bis das, was wir gesehen haben. Und ja, deswegen muss man spekulieren. Wirecard war kein Riesenkunde für EY. Also für eine Prüfung eines großen, etablierten DAX-Unternehmens werden ungefähr so vielleicht so bis zu 40 Millionen bezahlt, haben wir uns erklären lassen. Bei Wirecard waren es 2 bis 4 und die 4 auch eher am Ende, nicht die ganzen Jahre. Also das heißt, das war ein DAX-Mandat. DAX-Mandate sind schon prestigeträchtig, die hat man gerne, damit schmückt man sich auch, aber weil es nicht so, dass das der große Cashbringer für den Prüfer war. Und was wir uns natürlich auch gefragt haben, haben die vielleicht Beratungsgeschäft noch gemacht? Also viele Wirtschaftsprüfungsgesellschaften machen ja auch Steuerberatung oder Compliance-Beratung oder solche Dinge. Das gab es auch, war aber finanziell im Bereich unter 1 Million pro Jahr. Also gab es, aber jetzt zu sagen, ich fahre meine Firma gegen die Wand, also in dem Fall EY, drücke da Augen zu noch und nöcher, weil ich ein bisschen Umsatz mache, das kommt mir alles nicht so wirklich. Keine ausreichende Erklärung. Und insofern ist das in der Tat so ein Punkt, wo wir am Ende des Untersuchungsausschusses auch nicht sehr viel mehr wissen als vorher. Herbert und dann der junge Mann nebenan. Lehren aus Wirecard sind für mich jetzt schon 2. Einmal müsste man auch überlegen, wie man die Haftung der WP-Gesellschaften ändert, auch die Summen erhöht. Wir haben in Deutschland mit Verlaub eigentlich lächerliche Strafmöglichkeiten im Vergleich, wenn ich jetzt in die USA gehe, dass man da deutlich was verändert, also die Auflagen erhöht, dass man zum Beispiel verpflichtend im Gesetz reinschreibt, spätestens alle 5 Jahre muss der Wirtschaftsprüfer gewechselt werden und kann nicht 10, 15, 20 Jahre am Stück dieselben Zahlen prüfen. Wäre eine weitere Maßnahme. Und auch bei der BaFin, denke ich, müsste dringend vieles geschehen. Auch vor dem Hintergrund, dass eventuell CL Finanzminister wird. Der kommt ja in den Saustall. Da wird er sich drum kümmern müssen. Aber es ist ja so, dass wir die Herausforderungen nicht scheuen. Und die BaFin-Reform wäre eine Riesenaufgabe, aber ja auch eine wichtige Aufgabe, weil es geht am Ende um die Frage, Finanzplatz Deutschland, da wird durch Augen zumachen, wird sich das Vertrauen nicht wieder einstellen. Und das geringste Problem ist noch, dass man im Ausland irgendwie den Kopf schüttelt über uns. Das ist nicht meine allergrößte Sorge, sondern meine größte Sorge ist, wir haben Nullzinspolitik. Wir haben für den Normalbürger ungeheuer schwieriges Umfeld für Geldanlagen, wenn er nichts verlieren will. Das heißt, der Normalbürger, der Durchschnittsverdiener braucht Anlagemöglichkeiten. Er hat aber als Einzelperson viel, viel weniger Möglichkeiten, sich ein Bild zu machen über zum Beispiel ein Unternehmen, dessen Aktien er kauft, als eine Bank, eine Versicherung, ein Fonds. Die können auch nicht alles wissen, aber die haben vielleicht eine Filiale in Singapur, die können auch mal irgendwie in ihren Büchern gucken, die haben Experten für Bilanzanalyse. Die haben es nicht so schwer. Der normale Durchschnittsanleger, der Kleinanleger braucht funktionierende Kontrollmechanismen. Der braucht Wirtschaftsprüfer, die ihr Handwerk umsetzen und der braucht eine Aufsicht, die eingreift. Das braucht der Kleinanleger mehr als alle anderen, weil der nun nicht nach Singapur fahren kann und mal gucken kann, ob an der Adresse von Citadel unten ein Nachtclub drin ist. Und das wäre Berliner. Ja. Jetzt kann der Kleinanleger wirklich niemand, der braucht es. Und deswegen ist die BaFin-Reform eine zentrale Großaufgabe für die nächsten Jahre und eine Herausforderung, wo die FDP, glaube ich, aber auch gefragt ist dann und auch sicher einbringen kann. Und wo uns Olaf Scholz noch was übrig gelassen hat zum Gestalten. Das kann man, glaube ich, sagen. Ich hätte noch eine Frage zur politischen Arbeit im Untersuchungsausschuss. Generell so in der Medienlandschaft sind Sie ja als so ein dreiköpfiges Streamteam dargestellt worden, mit Kollegen von Linken und den Grünen.
Von der CDU hat man gefühlt gar nichts gehört, die hat Pipot gespielt und SPD hat sich natürlich verteidigt. Wie war denn tatsächlich so die reale Zusammenarbeit, also gerade mit Linken und Grünen, vielleicht auch im Hinblick auf ein Modell vielleicht für die Zukunft? Ja. Ich meine, die bei anderen Untersuchungsausschüssen, das ist ja sehr professionell, auch warum ist gar nicht so viel Parteigeplänkel dazwischen war. Also da vielleicht ein bisschen mal berichten. Ja. Also das war einer der ganz großen Erfolgsfaktoren, war, dass es ein intaktes, menschliches Verhältnis gegeben hat zwischen Fabio De Masi und Daniel Bayers und mir, weil wir es nur zu dritt hinkriegen konnten, aber weil die Kommunikation auch offen lief, transparent lief und jeder eben auch mitgemacht hat und nicht versucht hat, jetzt zu sagen, unter den dreien bin ich aber der ganz Besondere oder so. Es war wirklich ausgewogen. Jeder hat auch ein bisschen andere Stärken, andere Fachkenntnisse eingebracht. Also es hat sich gut ergänzt. Und das war ganz sicher einer der Erfolgsfaktoren. Nicht nur, dass der Ausschuss überhaupt kam, sondern auch, dass er so gut gearbeitet hat und so viel erreicht hat, wie das passiert ist. Und umso bedauerlicher natürlich, dass ich jetzt quasi dann bald der einzig Verbliebene bin, denn der eine ist hier nach Baden-Württemberg gewechselt und der andere, Fabio De Masi, kandidiert nicht wieder für den Bundestag, gehört ihm jetzt noch an, aber eben bald nicht mehr. Und bin ich das letzte verbliebene Einhorn. aber die Arbeit selber war toll und natürlich hat die, ich sag mal, gute Abstimmung in der Opposition auch die Regierung gezwungen, mitzumachen. Also wenn die Opposition sich nicht einig ist, nicht gut organisiert ist, kann die Regierung natürlich immer auch entweder uns gegeneinander ausspielen oder auch sagen, ja, also ja, wir müssen selber nicht so viel machen, weil guck doch mal her, was das für ein chaotischer Haufen ist bei der Opposition. Und am Anfang hat die Regierung sehr viel Probleme, uns die Koalition sehr viel Probleme gemacht. Da gab es mutmaßlich, genau beweisen kann ich es auch nicht, aber es gab mutmaßlich auch die Absprache, die SPD schont den Andi Scheuer bei der Maut und dafür übertreibt es die CDU nicht beim Scholz, bei Wirecard. Und die SPD hat ihre Sache, das muss man sagen, gut gemacht, die Kollegen. Es gehört ja auch zum Konzept dazu, dass es auch Verteidiger gibt. So wie es vor Gerichten Verteidiger gibt, soll es auch in der Politik jetzt niemanden geben, der keinen Verteidiger hat, der versucht auch politisch entlastende Sachen rauszuarbeiten. Haben die SPD-Kollegen durchaus gut gemacht, das erkenne ich an und das war auch nie unfair. Aber die hatten natürlich nicht das Interesse, dass da viel rauskommt, sondern das Richtige und nichts über Olaf. Und bei der Union würde ich sagen, die haben gute Leute im Untersuchungsausschuss gehabt, sind aber, glaube ich, zu spät aufgewacht. Also da war lange, in den ersten, fand ich jedenfalls in den ersten Monaten, eine Zurückhaltung. Und die Union hat meines Erachtens einen besonders schweren Fehler gemacht. Sie hat nämlich dafür gesorgt, dass der Untersuchungsausschuss schon im Juni den Abschlussbericht vorgestellt hat. Hätte sie das nicht gemacht, könnte sie den Olaf Scholz noch einladen. Und übrigens auch mit EY haben wir Probleme, weil die Union mit der SPD zusammen im Juni das Buch zugeklappt hat. Auch da haben wir noch Probleme, weil möglicherweise EY jetzt verhindern kann, dass bestimmte Dokumente nachträglich noch veröffentlicht werden. Sodass ich schon gesagt habe, wenn das passiert, brauchen wir nochmal einen Untersuchungsausschuss, wenigstens um dafür zu sorgen, dass die Informationen, die die Öffentlichkeit braucht für den Abschlussprüfer, dann eben auch der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt werden können. Also ich würde sagen, bei der Union, die haben im Verlauf ein bisschen mehr auch sich stärker eingebracht, auch ein bisschen pointierter, politisch aggressiver, aber eigentlich zu spät. Und ich glaube, sie bereuen es inzwischen auch. Dass sie da doch ein bisschen gebremst im Auto saßen. Okay, dann ist hier noch eine Frage, dann gibt es weitere Wortmeldungen, ansonsten würde ich dann die Rednerliste schließen mit Blick auf die Uhr. Also ich bin noch fit, nicht, dass hier jemand ohne Antwort nach. Machen wir, dann ist okay. Ja, eine kurze Frage, ist Ihre Einschätzung, wenn man in der Presse den Fall verfolgt, sagt ja jeder, das ist die Arbeit von Herrn Maschalek. Auf den konzentriert sich dann wieder, dass sich ja irgendwo anscheinend in Russland unterkommt. Aber wie ist denn Ihre Einschätzung? Kann das denn das Werk eines Einzelnen
Nein. Sondern das ist jetzt einfach der Sündenbock und er wartet, nein, bis es verjährt und kommt dann wieder. Wir sind uns erstens nicht hundertprozentig sicher, wo er überhaupt ist. Aber noch viel weniger sicher kann man sich sein, auf wie viel Quadratmetern er sich dort aufhält. Und dementsprechend ist auch nicht sicher, ob der Ablauf der Verjährungsfrist ihm überhaupt die Möglichkeit eröffnet, zu sagen, jetzt komme ich wieder. Das muss man abwarten, aber es entzieht sich wahrscheinlich erstmal der deutschen Staatsgewalt. Marzalek ist sicherlich der Haupttäter und auch eine schillernde Persönlichkeit, die so viele Facetten hat. Der Mann hatte Geheimdienstkontakte, der Mann war im Besitz der Formel des Nervengifts Novichok, also eine chemische Kriegswaffe. Der Mann hat eine Zementfabrik in Libyen gekauft, die mutmaßlich als Unterkunft für Söldnertruppen im libyschen Bürgerkrieg diente. Der Mann war in Palmyra, in der syrischen Ruinenstadt, die vom IS erobert und dann von den syrischen Truppen zurückerobert wurde und ist da offenbar mit dem Hubschrauber hingeflogen und hat dort die Ruinen besichtigt. Er hatte wohl auch auf seinem Handy Videos von Bodycams, also von Kameras am Körper von Soldaten, die gezeigt haben, wie gekämpft wurde im syrischen Bürgerkrieg und wie Gefangenenerschießungen abgelaufen sind. Und die hat er auch mal rumgezeigt, diese Videos. Und Marzalek kannte auch den aus seinen libyschen Kontakten den kurzzeitigen Chef des libyschen Geheimdienstes, Rami El-Obeidi. Der hat in der Zeit nach Gaddafi mal kurz in Libyen den Geheimdienst geleitet und dann wurde es für ihn irgendwie auch zu heiß dort und dann ist er ausgeflogen und hat dann das, was er vorher gemacht hat, in London als mittelständischer Unternehmer auf selbstständiger Basis weitergemacht, nämlich Leute bespitzelt. Und die Firma von Rami El-Obeidi, diesem libyschen Kontakt von Marzalek, hatte zeitweise bis zu 28, glaube ich, Privatdetektive im Einsatz, die die Financial Times überwacht haben. Also mit Kameras, mit Observation, mit Verfolgung auf der offenen Straße. Der Dan McCrum wurde in einem fensterlosen Kellerraum irgendwann untergebracht und hat dort gearbeitet, weil ansonsten Überwachung drohte. Ein indisches Hacker-Team hat die Accounts gehackt von der Financial Times. Sie haben Telefongespräche abgehört, mitgeschnitten und dann auch neu zusammengesetzt, um gewissermaßen da irgendwelche belastenden Informationen zu konstruieren. Und eine junge Leerverkäuferin aus New York, Fahmi Kadir, eine junge Frau, die sehr aktiv gegen Wirecard gewettet hat, die wurde irgendwann mitten in Manhattan von einem Schlägertrupp nachts empfangen und so zusammengeschlagen, dass sie mitten in Manhattan auf der Straße liegen blieb. Also das alles Marzalek und also den Schlägertrupp kann ich nicht beweisen, nicht, dass er mich noch verklagt. Aber jedenfalls, Marzalek hat sehr viel auch organisiert an Dingen, die man wirklich bei einem DAX-Vorstand nicht glauben würde und ist sicher die Zentralfigur. Wird übrigens geschildert von denen, die mit ihm zu tun hatten, als, das muss man sich vielleicht auch merken, mit Blick auf Konsequenzen, extrem charismatisch, also gewinnend, wenn der in den Raum reingekommen ist, die Leute haben irgendwie gedacht, boah, ja, also muss ein unglaublich gutes Auftreten gehabt haben, auch Manieren perfekt, perfekt angezogen, perfektes Englisch, wenn er sich auf Deutsch unterhalten hat, immer mit so einem charmanten Wiener Einschlag so ein bisschen und sehr auf die Menschen zugehend, also der charismatische Betrüger. Markus Braun wiederum, Gegenpart, wird eher als menschenscheuer Autist geschildert, der sich in sein Büro eingeschlossen hat und möglichst mit niemandem sprechen wollte. Und also ganz anders. Marzalek eher wirklich so ein umtriebiger Charismatiker. Und ja, der ist sicher die Hauptperson, denn er ist derjenige gewesen, der in Asien vor Ort war. Braun war immer nur im Hauptquartier in Aschheim. Der ist praktisch nie gereist, auch nie Besuch empfangen. Hat auch seine E-Mails alle selbst gelesen und selbst beantwortet. Seine Sekretärin hatte weder Zugriff auf Kalender von Markus Braun noch auf seine E-Mails. Und wer in sein Büro wollte, musste das Handy draußen lassen wegen Abhörgefahr. Aber Braun blieb zu Hause und Marzalek jettete durch die Welt. Seine Assistenz sagte, der war ja nie da, der war immer irgendwo. Und ja, der hat sicherlich in Asien, in den verschiedenen Ländern das alles arrangiert. Und da hatte er Mittäter, da hatte er Komplizen. Die Geschäftsführer dieser Scheinfirmen waren Marzalek-Vertraute. Einige hat er bestochen, den Shannon Mangaturan wahrscheinlich, so sieht es aus, aber andere waren auch seine Helfershelfer.
Und der Chefbuchhalter wird verdächtigt, der saß in Deutschland. Markus Braun sitzt in Untersuchungshaft, wird verdächtigt, mitgemacht zu haben. Also das ist immer noch die Meinung der Staatsanwaltschaft und auch offenbar des Ermittlungsrichters. Insgesamt ist der Kreis der Beschuldigten, soweit man das sagen kann, vielleicht so 20, 25, die unmittelbar mitgeholfen haben, zumindest wo man die Namen kennt. Alleine, ganz alleine geht's auch nicht. Aber Marsalek war sicher die zentrale Figur und nicht der Sündenbock, sondern schon auch derjenige, der da ganz vorne dabei war. Von der Leute, wie die BaFin entstanden ist, als Fusion aus zwei Behörden und dass es da kulturelle Schwierigkeiten auch gibt in der Zusammenarbeit intern. Und vorhin ist noch angeklungen, dass es da genug Standesbehörden gibt, da zu reformieren. Ich selbst arbeite in einem Großunternehmen, auch in der Führungsposition, und weiß, dass solche Reformen nicht durch Abteilungsstrukturen funktionieren. Das sind kulturelle Themen, das ist ein echter Change-Prozess, der viel Kraft kostet und nur über entsprechendes Führungspersonal funktioniert. Ja. Was mich da interessiert, weil ich vermute mal, wenn wir uns in ein paar Wochen über andere Behörden unterhalten, können wir vielleicht Ähnliches berichten, mit Kollegen von Ihnen können Ähnliches berichten. Ist es ein Thema zwischen Ihnen und Ihren Kollegen, wenn es um Behördenreform geht, dass es da nicht nur darum geht, eine Führungsperson auszutauschen oder es wird besser, weil das Finanzministerium damit besetzt wird, sondern dass es da echte Change-Prozesse braucht? Ja, das ist so. Ob das alle begriffen haben bei jetzt im Finanzministerium, im Team Scholz, das weiß ich nicht. Aber bei der BaFin braucht es einen echten Change-Prozess. Und das ist schon deshalb nötig, weil diese Behörde auch Erfolge braucht. Der nächste Marsalek muss erwischt werden. Die muss ihre Autorität wiederherstellen. Und das kann sie nicht tun, indem sie jetzt einfach weitermacht, sondern da muss sich grundlegend was ändern. Der neue Chef der BaFin ist Mark Branson, der wurde von der Schweizer Finanzmarktaufsichtsbehörde angeworben, hat ihn geleitet, ist also ein erfahrener Behördenleiter einer ganz gut arbeitenden Aufsicht, hat auch da übrigens schon eine Menge geändert bei der FINMA in der Schweiz und macht einen sehr guten Eindruck, muss man sagen. Er ist Schweizer und britischer Staatsangehöriger, er spricht also auch Deutsch und Englisch, das finde ich sehr, 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 und zwar sehr, sehr gut. Er kennt die Privatwirtschaft, er kommt aber jetzt nicht direkt aus der Privatwirtschaft, sondern aus der Aufsicht und ist, glaube ich, in der Szene auch sehr gut vernetzt und bekennt sich auch zu diesem Change-Prozess. Was mich sehr gefreut hat, als er sich vorgestellt hat, da saßen natürlich, wie das so üblich ist in der Politik, alle da und haben gesagt, was müssen wir denn jetzt gesetzlich für Sie, was brauchen Sie? Wir machen die Gesetze, sagen Sie uns, was Ihnen hilft, was brauchen Sie, damit Sie gut arbeiten können? Dann sagte er, ich brauche keine Gesetze, ich brauche gute Leute. Das fand ich sehr erfrischend, sehr gut. Gesetzgeber, die meisten Abgeordneten und Kollegen guckten etwas erstaunt, weil das eine Antwort ist, die sie selten hören, aber es ist die richtige. Und der braucht jetzt meines Erachtens volle Rückendeckung und der braucht noch ein Team, das seinen Kurs mitträgt und nicht untergräbt. Ja. Das ist, glaube ich, jetzt das Wichtige und diese Entscheidung ist noch nicht gefallen. Die Vizepräsidentin wurde noch nicht nachbesetzt bisher und ansonsten gibt es in der Führung der BaFin natürlich auch noch einige, die da schon länger sind und auch nicht ganz unbefleckt aus dem Wirecard-Fall rausgegangen sind. Und da ist für mich also mit dem Chef noch nicht alles erledigt. Und dann wird die Kunst sein, diese Behörde auch auf den mittleren Führungsebenen zu verändern. Weil mein Eindruck ist, da rückt unheimlich viel auch an Potenzial nach. Aber die sind noch nicht durch die Ebenen durch. Und es ist träge. Und ja, da werden wir dran arbeiten müssen. Das ist, wenn die FDP Regierungsverantwortung gerade auch im Finanzbereich übernimmt, eine der Großbaustellen, die wir übernehmen würden. Gibt es weitere Fragen? Können Sie vielleicht noch was zur Rolle der Geheimdienste sagen? Also, okay. Der Bundesnachrichtendienst wurde auch befragt. Der Bundesnachrichtendienst kannte Herrn Marsalek und Wirecard nicht, bevor das Unternehmen pleite gegangen ist. Die kannten ihn nicht. Marsalek ist österreichischer Staatsangehöriger, genauso wie auch Markus Braun übrigens Österreicher ist. Marsalek hatte sehr gute Kontakte in die österreichischen Sicherheitsbehörden. Marsalek hat
zum Beispiel einen Bekannten gehabt, der war Mitarbeiter im, und zwar leitender Mitarbeiter im österreichischen Verteidigungsministerium. Mit dem Mann hat er diese ganzen Libyen-Projekte aufgesetzt, so diese Zementfabrik. Und Marjalek hat auch mit diesem Mann aus dem österreichischen Verteidigungsministerium, hat er auch ein Konzept, eine Studie erstellen lassen. Marjalek wollte in Libyen eine bewaffnete Grenzschutztruppe aufstellen von 25.000 Bewaffneten, die er irgendwie ausrüsten und ausstatten wollte. Und das hat er mit österreichischen Beamten irgendwie ausgeheckt, aber privat. Und, also nicht über Wirecard, sondern einfach so nebenher. Und Marjalek hatte auch eine Kontaktperson im österreichischen Verfassungsschutz, die ihm ab und zu mal Informationen hat zukommen lassen. Also das war, da war ein Maulwurf letzten Endes. Den kennt man auch, der ist in Österreich verhaftet worden. Aber Marjalek konnte beim österreichischen Verfassungsschutz Anfragen stellen und hat Informationen gekriegt über Leute. Wo lief das da in Österreich? Also da sind Geheimdienstkontakte da gewesen. Und über Geheimdienstkontakte nach Russland kann man sicherlich spekulieren. Die Novichok-Formel kriegt man nicht, weil sie irgendwo in der Straßenbahn rumliegt, sagen wir mal so. Und er hat zum Beispiel diese Sache mit der Söldnertruppe hat er mit einem russischen Geschäftspartner umsetzen wollen, einem Herrn Chuprigin heißt er, der offiziell offenbar irgendwie Lehrstuhlinhaber in Moskau für irgendwas ist, also an irgendeiner Hochschule. Aber manche vermuten, dass der in Wahrheit ein getarnter Geheimdienstmann gewesen ist. Russland hat natürlich, muss man sagen, in Syrien und in Libyen massive Interessen. Das sind Stellvertreterkriege. Da kämpfen Söldnertruppen aus allen möglichen Ländern für beide Seiten. Und die wollen ja auch bezahlt werden. Das ist übrigens ein Punkt, wo auch Spekulation beginnt. Aber möglicherweise hatte zum Beispiel Russland oder vielleicht auch Russland ein Interesse daran, dass Wirecard für die Bezahlung von Söldnern sorgt, ohne dass es jemand merkt. Und darin waren sie ja gut. Geheime Abwicklung von Zahlungen. Der Söldner kämpft ja nicht weiter, wenn er nicht ab und zu auch mal Geld bekommt. Und da sind wir im Bereich von Spekulationen, aber jedenfalls direkte Geheimdienstkontakte von Marjalek sicher nach Österreich erwiesen, sicher zu El Obeidi, Libyen. Und im Raum der Spekulation steht, ob nicht auch russische Stellen da irgendwie mit beteiligt waren. Marjalek hat mal angefordert von einer anderen Vorständin bei Wirecard eine Liste mit Kundendaten. Und Marjalek hat zu der Kollegin gesagt, ich brauche die, weil der Bundesnachrichtendienst sie von mir haben will. Dann hat er sie auch bekommen. Der Bundesnachrichtendienst hat aber sehr glaubhaft versichert, dass er natürlich niemals bei Marjalek Kundendaten angefordert hat über Wirecard-Kunden. Aber wenn nicht der Bundesnachrichtendienst, stellt sich ja die Frage, vielleicht jemand anders, ne? Der mit den Datensätzen irgendwas anfangen wollte. Wissen wir aber nicht. Wir wissen nur, dass Marjalek die Daten bekommen hatte seinerzeit. Interessant ist, dass es einen gegeben hat, der in Deutschland kein Unbekannter ist im Bereich Nachrichtendienste, der Marjalek auf dem Radar hatte, nämlich Bernd Schmidbauer. Bernd Schmidbauer war mal Kanzleramtsminister oder Geheimdienstkoordinator zu Zeiten von Helmut Kohl, Bundestagsabgeordneter der CDU, auch aus Baden-Württemberg, da aus der Kurpfalz. Bernd Schmidbauer war also für die deutschen Nachrichtendienste mal im Kanzleramt zuständig und ist heute schon sehr betagt. Aber wie wir erfahren haben, zufällig hat Bernd Schmidbauer Marjalek 2018 für ein vierstündiges Gespräch getroffen. Und den haben wir natürlich auch im Untersuchungsausschuss gehabt, Schmidbauer. Und da haben wir erfahren, dass es etwas ganz Erstaunliches gibt, nämlich es gibt so eine Art Alumni-Netzwerk der globalen Geheimdienstszene. Also Schmidbauer ist zwar im Ruhestand, aber der telefoniert immer noch mit seinen Kontakten aus seiner aktiven Zeit, die natürlich in einem ähnlichen Alter überwiegend sind wie er. Die telefonieren regelmäßig miteinander. Wenn da irgendein Gerücht durch die Welt wabert, dann hast du da was gehört, kannst du mal deine Quellen anzapfen. Und irgendwann entscheiden die Herren dann auch, jetzt machen wir was. Und bei Marjalek haben die entschieden, den Mann müssen wir sprechen. Der ist interessant. Und dann hat Schmidbauer dann 2018 ist auf den Marjalek zugegangen. Der Grund war diese Novichok-Formel, die der Marjalek besaß. Und das hat sich dann in dem Alumni-Netzwerk der Geheimdienste irgendwie verbreitet. Und dann hat der Schmidbauer gesagt, das können wir nicht einfach so laufen lassen, den muss ich sprechen. Und so seine Aussage. Und
Er sagte dann, wir haben dann entschieden, den Mann muss man sprechen. Habe ich gefragt, wer ist wir? Und dann sagte er, wir, das sind wir. Jedenfalls hat er den Marschall gesprochen, hat mit ihm über Libyen gesprochen, über Novichok, über Russland, über alles Mögliche. Also kurzum, der Schmidbauer hat persönlich mehr gewusst als der BND. Das ist die Konsequenz und ja, kann man nur staunen. Ja, der frühere Geheimdienstkoordinator der Bundeskanzlerin, Klaus-Dieter Fritsche übrigens, also ein CSU-Politiker, der bis vor 2-3 Jahren, er war Staatssekretär im Innenministerium bei de Maizière und wechselte dann ins Kanzleramt und war Geheimdienstkoordinator im Kanzleramt, der sozusagen direkte Zugang zur Bundeskanzlerin, Klaus-Dieter Fritsche, der wurde 2019 von Wirecard als Berater angeheuert und hat dort einen Vertrag unterschrieben und hat für Wirecard offenbar Kontakte ins Kanzleramt organisiert. Und ja, also übrigens auch der frühere bayerische Polizeipräsident Waldemar Kindler war Berater von Wirecard, nicht direkt Geheimdienste, aber den haben die auch angeheuert. Und Waldemar Kindler hat immer geholfen, wenn es mit bayerischen Behörden irgendwie Probleme gab. Also wenn der Fahrer von Markus Braun keinen Waffenschein gekriegt hat, dann hat der Waldemar Kindler dafür gesorgt, dass er einen Waffenschein kriegt. Wenn der Markus Braun keinen Corona-Passierschein gekriegt hat, dann hat der Waldemar Kindler dafür gesorgt, dass der einen Corona-Passierschein kriegt. Und wenn Wirecard mal mit dem Bayerischen Landeskriminalamt über IT-Sicherheit sprechen wollte, dann hat der Waldemar Kindler dafür gesorgt, dass es da einen Termin gibt. Also Wirecard hat sich auch sehr gezielt Berater aus dem Umfeld von Sicherheitsbehörden gesucht und die bezahlt. Und über die Motive dahinter, wenn man mal, kann man nur spekulieren, ob das harmlos war oder ob da vielleicht auch mehr an Interessen dahinter steckte. Jedenfalls ist die Geheimdienstfrage eine sehr berechtigte gewesen und ein bisschen was dazu haben wir rausgekriegt. Aber am meisten müsste dazu der Hauptbetroffene selber sagen können, wenn wir den irgendwann nochmal in Deutschland sehen sollten. Ja, also es ist ja ein Sumpf. Das merkt man jetzt. Und da muss man sich mal überlegen, wenn eine Kassiererin einen Kassenbon mitnimmt, verliert die ihren Job. Und dann solche Sachen, das ist ja noch viel spannender gewesen als letztes Jahr im Herbst bei uns da alles. Ja, es kam noch ein bisschen was dazu. Ne? Ja, genau. Und es ist ja auch scheinbar noch kein Ende abzusehen. Also es wird ja noch ein bisschen... Ich glaube, dass noch mehr rauskommt. Das wird ja... Anfang nächstes Jahr wird es vor Gericht losgehen. Und da kommen auch nochmal mindestens so viele Zeugen, wie die wir gehört haben. Und also ich rechne damit, dass da noch mehr Klarheit, auch vielleicht die Dinge, die wir noch nicht fertig untersuchen konnten, vielleicht auch nochmal geklärt werden. Und dass uns der Fall schon noch ein paar Jahre beschäftigt. Also dann verbleibt man jetzt einfach mal so, dass Sie mal wiederkommen. Ich komme vielleicht mal wieder. Ja, genau. Dass Sie bei nächster Gelegenheit, dass wir Sie wieder einladen. Dann danke ich erstmal für Ihren Besuch. Vielen Dank, Herr Tonka, dass Sie gekommen sind. Wir sind jetzt alle noch am Kämpfen, wir sind am Rödeln. Mal gucken, was rauskommt. Wir sind motiviert bis unter die Haarspitzen. Was ich eben gerade von Ihnen gehört habe, die FDP ist mit sich selber im Reinen und in einer guten Stimmung. Das merkt man ja auch. Es gibt keine Streitereien. Es wird nicht auf den Mitbewerber rumgeschlagen und rumgetreten. Also das ist auch... Ich höre das auch im Geschäft oder an Infoständen, das ist gerade eine schöne Stimmung, das ist für uns eine gute Position. Ich möchte noch die Gelegenheit nutzen, auch dir, Marcel, die Daumen zu drücken. Dankeschön. Es war schon mal aussichtsloser. Also, jetzt zählt jedes Prozent und ich möchte mich auch nochmal beim Wolfgang bedanken, bei unserem Kreisgeschäftsführer, dass er das alles organisiert hat, dass alles in Sack und Tüten gebracht hat, sozusagen. Und er hat mir auch aufgetragen, unser Schatzmeister hat dort hinten einen Sparschwein aufgestellt. Der Wahlkampf kostet viel Geld und vielleicht den ein oder anderen Euro dann nachher beim Rausgehen noch reinstecken. Da wird er sich freuen, unser Herr Krammelsbacher. Ansonsten danke ich Ihnen recht schön und ich wünsche uns noch 5 Wochen, jetzt noch 3,5 Wochen, die Zeit vergeht. Genau, stimmt. Wir haben ja schon September. Ja, genau. Hoffentlich werden bei uns. Genau. Und einen guten Nachhauseweg. Prima.